Mr. Ambassador, dear Ratner, dear friends from Canada, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Heinrich-Böll-Stiftung, welcome. Herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich sehr, Sie heute bei uns begrüßen zu können. Diese heutige Veranstaltung steht in der Tradition des deutsch-kanadischen Austauschs, der seit mehreren Jahren mit der kanadischen Botschaft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit stattfindet. Über diese Runde heute freuen wir uns besonders, weil es Ratna Omidvar, Präsident von Maitree Foundation, wieder einmal durch ihr außergewöhnliches Netzwerk und ihr außergewöhnliches Engagement gelungen ist, Kanada mit Europa hervorragend zu vernetzen. Die Teilnahme der anwesenden zahlreichen ausgewiesenen Fachleute aus Kanada und Deutschland an diesem Dialog ist ein Beweis dafür, wie sehr wir aneinander und an Zusammenarbeit interessiert sind. Bei allem Interesse aneinander stellen wir jedoch bei unseren Gesprächen mit unseren amerikanischen und kanadischen Freunden immer wieder einen fundamentalen Unterschied fest. Das Selbstverständnis Europas ist deutlich anders als das Selbstverständnis Kanadas oder der USA. Die Selbstwahrnehmung, insbesondere Deutschlands, war bis vor wenigen Jahren vor allem stark davon geprägt, dass wir keine Einwanderungsgesellschaft sind, sondern eine relativ homogene Nation im Konzert der europäischen sozialstaatlich verfassten Nationen. Dieses Selbstverständnis unterschied uns erheblich vom Selbstverständnis nordamerikanischer Gesellschaften. Die Erfahrung von Einwanderung und zunehmend pluraler werdender Gesellschaften bringt uns aber zusammen. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Vor allem in unseren Städten machen wir diese Erfahrung. Im Zuge des Wiederaufbaus in Nachkriegsdeutschland hat es Einwanderung vor allem in die Städte gegeben, wo viel Arbeit zu finden war. Heute sind Migrantinnen und Migranten ein fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft und insbesondere der Städte. Migrantinnen und Migranten waren nicht nur am Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Städte beteiligt, sondern haben sie auch sozial, kulturell und ökonomisch stark mitgeprägt. Auch unsere Studie über die politische Partizipation von Menschen mit Migrationsbiografie in deutschen Städten, die in wenigen Tagen erscheinen wird, zeigt eine, wenn auch erst zaghafte Tendenz hin zu mehr Teilhabe und Teilnahme an der politischen Gestaltung unserer Städte. Migrantinnen und Migranten mischen sich stärker in das politische Geschehen ihrer Städte ein. Wir wünschen uns selbstverständlich mehr Einmischung auf allen Ebenen und fördern dies, wo wir können. Aber auch jenseits der politischen Repräsentation beobachten wir heute in den Städten und den Ländern eine Reihe von Initiativen und Aktivitäten, die auf Partizipation und institutionelle Öffnung zielen. Hier geht es nicht um Repräsentation, sondern um die Durchsetzung individualrechtlicher Ansprüche auf Anerkennung von Verschiedenheit und selbstverständlich um die Abwehr von Diskriminierung. Und es geht darum, der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen. Öffentliche Verwaltung, Schulen, Wirtschaft, Polizei und andere Institutionen bemühen sich mit bewährten und mit innovativen Ideen, sich den Realitäten der Einwanderungsgesellschaft anzupassen und sich für die Zukunft fit zu machen. Die Stadt ist der Ort, an dem das Zusammenleben in pluralen Gesellschaften erfahren wird. Hier werden politische Initiativen für Teilhabe sowie Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs erprobt und werden Misserfolg und Erfolg in Prozessen sozialräumlicher Inklusion und Segregation sichtbar. Städte waren immer schon Laboratorien sozialer Innovation und Pioniere des Wandels, und zwar gerade aufgrund der sozialen und kulturellen Vielfalt, die sie kennzeichnet. Das gilt ganz besonders für Berlin, wo unsere kanadischen Freunde heute zu Gast sind. Berlin ist eine
offene Stadt. Und zwar offen in dem Sinne, dass hier Einwanderung und Pluralisierung, Segregation und Prozesse der Privatisierung öffentlicher Räume und Sicherheit mit Prozessen der Transnationalisierung durch Tourismus und internationales Business zusammentreffen. Nichts ist hier abgeschlossen, alles ist offen, zum Guten wie zum Schlechten. In diesem Sinne freuen wir uns sehr, über die innovativen Ideen und Initiativen aus Toronto und Berlin mehr zu erfahren und voneinander zu lernen. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen beteiligten Kooperationspartnern bedanken. Allen voran bei Botschafter Peter Böhm und Heike Echterhölter für die langjährige und hervorragende Zusammenarbeit. Ganz großen Dank auch an Ratna Omidva, der Präsidentin Maitri Foundation und ihrem ganzen Team. Ratna und ihr Team haben ein unglaubliches Programm, eine Tour durch 4 deutsche Großstädte innerhalb von nur 5 Tagen auf den Weg gebracht, eine rasante Toronto-Roadshow. Von Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung möchte ich mich bei meinem Kollegen Mekon Meskena und unserer Praktikantin Lucia Leifert bedanken, die das Berlin-Programm zustande gebracht haben. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Austausch. Mr. Ambassador, the floor is yours. Vielen Dank. Alors, bonsoir à tous. Sehr geehrter Herr Polchermann, dear Ratna Omidvar, Mr. Broadbent, ich freue mich sehr, Sie heute zusammen mit Herrn Polchermann und Frau Omidvar zur Dialogveranstaltung Toronto Roadshow Gute Ideen aus Kanada begrüßen zu dürfen. In den nächsten 2 Stunden wird es um die Frage gehen, wie Einwanderinnen und Einwanderer in unseren Städten empfangen und aufgenommen werden. Welche Angebote erhalten Sie vor Ort, die Ihnen dabei helfen, sich bald heimisch zu fühlen und sich langfristig in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu integrieren? Seit meiner Ankunft in Deutschland 2008 ist mir immer wieder die Frage gestellt worden, wie Integration in Kanada eigentlich funktioniert. Die einwöchige Roadshow der Maitri-Stiftung, obwohl wir nicht mehr Stiftung sagen, habe ich heute gelernt, bietet die Möglichkeit, anhand konkreter Beispiele und Projekte aus Toronto in einen direkten Dialog mit 4 Städten in Deutschland zu treten, die exemplarisch für die Bedeutung der Einwanderung hierzulande stehen: Stuttgart, Hamburg, Berlin und Köln. Die kanadische Botschaft unterstützt die Initiative der Maitri-Stiftung mit Nachdruck und ich freue mich sehr, dass es der Präsidentin der Stiftung, Ratna Omidvar, gelungen ist, eine so vielfältige und hochkarätige Gruppe von Experten und Praktikern aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen Torontos für diese Reise zu gewinnen. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz darauf. The Toronto delegation will share good integration practices from a wide range of perspectives, from local school management and community policing to public broadcasters and local community organizations who help skilled immigrants find work in their areas of expertise. Innovation, flexibility, and creative thinking to address the challenges immigrants face in all aspects of life are the hallmarks of Maitri's success, and so too, I believe, the City of Toronto. Gleichzeitig danke ich Ihnen, Herr Poltermann und der Heinrich-Böll-Stiftung, dass Sie sich als offizieller Stiftungspartner der Roadshow zur Verfügung gestellt haben und diesen Dialog hier in Berlin ermöglicht haben. Für den heutigen Abend haben Sie Akteure der Berliner Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft gewinnen können, die den Bericht der Kanadier um ihre persönlichen Erfahrungen aus ihren Arbeitsbereichen ergänzen werden. In Kanada gibt es seit vielen Jahren einen gesellschaftlichen Grundkonsens über Einwanderung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe. Wir verstehen Einwanderung als Bereicherung für unsere Gesellschaft. Unser Ministerium für Staatsbürgerschaft und Einwanderung,
Citizenship and Immigration Canada, arbeitet mit ca. 400 zivilgesellschaftlichen Organisationen auf kommunaler Ebene zusammen, die den Neuankömmlingen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld bei der Orientierung und bei der Arbeitsplatzsuche behilflich sind. Um eine Zahl zu nennen, $880 Millionen, das sind ungefähr, also heute 620 Millionen Euro, vielleicht morgen weniger, wurden im Jahr 2009, 2010 bundesweit für diese sogenannten Settlement Services ausgegeben. In our countries, as Herr Poltermann has just said, cities are now overwhelmingly the destination of choice for immigrants, and the welcome these cities provide immigrants is key to their success. Immigrants want to feel welcome. Many will find it remarkable to learn that half of the residents of Toronto, our largest city, were not born in Canada. By 2013, more than 3/4 of Toronto's population will likely be immigrants and children born in Canada of immigrant parents. In other words, first-generation Canadians, just like me. In order to harness this hyper-diversity, Toronto has developed many innovative ideas to help realize the full potential that immigration offers us. Die Metri-Stiftung ist das beste Beispiel für diese Dynamik. In den letzten 10 Jahren hat Frau Omidyar mit den Programmen ihrer Stiftung und zusammen mit ihren Partnern aus Politik und Wirtschaft über 5000 qualifizierten Einwanderern aus Toronto einen Arbeitsplatz verschafft, der ihrer Ausbildung entsprach. Nicht zuletzt dafür ist sie als eine von 10 Kanadierinnen und Kanadiern für den Nation Builder of the Decade Prize der kanadischen Tageszeitung The Globe and Mail ausgezeichnet worden. Dieser Preis ehrt Kanadier, die sich um die kanadische Identität und den gesellschaftlichen und politischen Zusammenhalt Kanadas besonders verdient gemacht haben. Today, both Germany and Canada face very similar demographic challenges. Aging populations, low birth rates, and the need, therefore, to attract immigrants with the skills to support our economies. And, of course, our economies are in crisis as well, some to different degrees. These immigrants are often seeking the benefits that have their roots in our two countries' shared values of democracy, human rights, and the rule of law. The Toronto Roadshow that you're going to experience gives us a unique opportunity to share ideas, challenges, and success stories, and in doing so, recognize immigration as the incredible economic, social, and cultural opportunity that it is, both for our countries and our respective newcomers. Ich wünsche Ihnen allen ein interessantes Gespräch, einen schönen Abend. Ratna Omidyar, the floor, as they say, is yours. Vielen Dank, Herr Botschafter, vielen Dank, Herr Poltermann, für diese Gelegenheit, ein interessantes Gespräch mit Berliner zu haben. Zunächst möchte ich Ihnen, liebes Publikum, bedanken für Ihr Interesse in unserem heutigen Programm. Wir sind leider für eine sehr kurze Zeit in Deutschland und eine noch kürzere Zeit in Berlin. Aber schon in dieser kurzen Zeit haben wir so viel gesehen, dass wir am liebsten mit nach Hause nehmen würden. Wie zum Beispiel die Schnellzugverbindungen zwischen ihren Großstädten. Heute sind wir von Hamburg nach Berlin mit dem Zug gereist und es ist für uns wirklich unglaublich, dass wir diese lange Reise in 2 knappe Stunden fertigbringen könnten. Und jeder Kanadier, der nach Deutschland kommt, ist begeistert von ihrem Erfolg. Danke, Zoe, that's a marvel of design. Jeder Kanadier ist immer begeistert von ihrem Erfolg. Danke. In der Ausbildung von Facharbeitern. Maybe I just met one. Und natürlich ihr Erfolg in Grüntechnologie. In Berlin standen wir heute auf Potsdamer Platz
Und das war eigentlich so wunderbar und so schön. Deswegen freuen wir uns umso mehr, ein paar gute Ideen, was die Integration von Migranten betrifft, mit Ihnen zu teilen. Und hoffentlich auch ein paar gute Ideen von Berlin mit nach Hause zu nehmen. Morgen besuchen wir ein paar NGOs, wir besuchen die Kreuzburg Museum und so weiter und so fort. Und wir hoffen, dass wir etwas von dort mit nach Hause nehmen können. Aber bevor wir mit unserem Programm beginnen, habe ich noch ein paar wichtige Dankesworte zu sagen. Die kanadische Botschaft in Berlin hat uns zu dieser Tour ermutigt. Sie hat richtigerweise erkannt, dass Kanada so viel mehr mit der Welt zu teilen hat, als nur Erze und Bauholz oder auch Celine Dion oder Wayne Gretzky. Vielen Dank auch an unserem Gastgeber heute Abend, die Heinrich Böll Stiftung, meine Kollegen Mekonnen Maskenna und Lucia Leifert. Und natürlich wissen wir es sehr zu schätzen, dass wir unsere Präsentation heute auf Englisch halten können. I want to add that I am particularly moved with the connection with the Heinrich Böll Stiftung, because as I was studying German in Munich so many years ago, I remember reading Heinrich Böll. I remember reading his stories about post-World War and pre-World War Germany. And there is no other German writer who can describe and express the humanity that is inherent in all of us in such beautiful ways as Heinrich Böll. Canada and Germany are, of course, very different countries, as you heard from our ambassador. You're in the middle of Europe. We are on the other side of the Atlantic. You have a history that goes back so many years. We are a very young country. You have a rich and centuries-old culture. We are in a constant phase of change and evolution. But we do have some things in common. In both countries, cities exercise a powerful attraction for immigrants who are moving across borders to urban centers. In Toronto, close to half our population are immigrants. In Berlin, this number stands at around 25%. I was surprised, for instance, to learn about the number of Vietnamese, for instance, who have chosen to make Berlin their home. Toronto and Berlin then both are at the forefront of the integration challenge. In Toronto, we like to say, if immigrants succeed, so does Toronto. I believe that is true of Berlin too. Today in this presentation, Maitri is pleased to bring to you some of what we think are the best ideas from Toronto. Ideas we hope and believe will excite you, will generate your interest, and we will have been successful if you go back and think about an aspect of an idea that you heard today. After all, cities have a unique capacity to learn from each other, regardless where they are located. So our team consists of people who will speak about these ideas. First, you will hear from Alan Broadbent, a businessman and a philanthropist. He is a philanthropy too, I think. He is the chairman of the Maitri Foundation, even though we don't like to call ourselves a foundation anymore, but he was the founder. As a businessman, Alan holds a strong belief that the future of Canada lies in its urban centers and that immigrants are a key to this prosperity. And he has put his money to create nimble paths to integration. Elizabeth McIsaac is the executive director of the Toronto Region Immigrant Employment Council, a local NGO which focuses on the labor market integration of skilled immigrants in Toronto by working with business. TRIAC, as it is called, is already a model being replicated in cities across Canada and, in fact, also outside Canada. Donna Kwan is the Deputy Director Academic in the Toronto District School Board. Of all our integration successes, the one that elicits the greatest curiosity in Germany is the success of immigrant children.
And Donna will share with you some of the simple, doable ideas that you too can think about in Berlin. Matt Galloway is the voice that wakes me up every morning, since he is the voice of the most popular radio show in Toronto, hosted by the Canadian Broadcasting Corporation. Popular to a great part because the CBC has fully embraced a very diverse listening audience and so opened not just hearts and minds in Toronto to our hyper-diversity, but also found a growing customer base. And finally, Deputy Chief Peter Slowly of the Toronto Police Services Board will share the remarkable success story of the remaking and refashioning of the Toronto Police Services in the most diverse city of Canada. So let's start with Alan Broadbent. Well, thank you, Ratna, and good evening. Ladies and gentlemen, countries all over the world are struggling with immigration. They're looking at what other countries are doing and trying to learn lessons. This is the purpose of our Canadian tour to Germany, to look at what you're doing, both nationally and locally, to tell you what we're doing in Canada, and to explore what lessons we can learn from each other. And I think we can be encouraged that we do have choices, that there are enough models out there that we can see what works and what constitutes best practice. The first choice to make, though, is whether we view immigration as an asset or a liability. How we decide will have huge implications for how we behave. If we look at immigration as a liability, as a problem to be dealt with, we'll put limits on immigrants. We'll limit their access to society, to the labor market, and to behaving like citizens. We will brand them as temporary foreign workers and limit the sectors of the labor market open to them. We will restrict their labor market mobility. We'll try to limit their access to societal amenities like healthcare, schools, and housing. We'll watch them carefully so they don't get out of line. But if we view them as an asset, we will invest in them so that they will thrive. We'll behave like a business person with a winning product or service. We'll try to find ways to increase the value and increase the success. With immigrants, we will work hard to make sure they succeed in their jobs and can grow from job to job to find their highest and best place. We'll want their kids to thrive in schools and them to settle comfortably in a neighborhood, to be able to easily access community life and to become full citizens of their new country. And we will want them to bring the best features of their culture to help our evolving culture. In reality, this crucial choice between viewing immigrants as assets or liabilities is not as open as it seems. Viewing them as a liability is doomed to failure, a classic lose-lose choice. Migration is like a mighty river, and it's hard to stem the flow, particularly when migrants, as the ambassador pointed out, are critical to our future economy. Migration is driven by a positive attraction of people who are searching for a better life for them and their children, who are seeking success, acceptance, and love. It is like a mighty river. So we need to figure out how to deal with it in a positive way to create the greatest value possible. Our approach to this at Maitri is through what we call the three I's of immigrant integration: intentionality, instruments, and investment. We need to be intentional. That is, we need to make that positive choice to view migrants as assets in which to invest. We have to decide, as a society, to create success. This requires unambiguous leadership at many levels, certainly at the top of our national governments, but also in the leaders in our cities and in our corporations,
in schools, police forces, hospitals, media, and the entertainment world. We all know that it's very easy to give in to the fear of others, to fear of change, and fear of displacement. Our leaders must show us to a more productive path. We need to develop instruments to ground that intentionality in action. In Canada, we have had two great examples of this in our history. At the start of the 20th century, Prime Minister Wilfrid Laurier sought to populate our vast and fertile prairie from the Great Lakes to the Rocky Mountains. His immigration minister, Clifford Sifton, created instruments to attract cold weather farmers. A marketing campaign aimed at farmers in Northern Europe, including Germany, farm credit for the purchase of land and equipment, land grants, and infrastructure like grain storage silos and branch rail lines to get grain to markets. 60 years later, when the governments of Lester Pearson and then Pierre Trudeau wished to link immigration to nation building and the economy, they asked their great policy advisor, Tom Kent, for ideas, and he developed the point system, which rewarded education, language skills, work experience, and other attributes which would contribute to successful integration. And it served another useful purpose, which has enriched Canada. It made immigration colorblind, so that our population is increasingly diverse as well as talented. The development of instruments is critically important in making sure our good intentions are turned into action. And the third I is for investments, because unless we put the resources behind our instruments, they will founder and wither away. Those investments certainly have to be financial, but they also have to be in our time and attention. Governments have to create policy and program room for the instruments. Businesses have to devote themselves to changing their human resource practices. Cities and communities have to be sure they're creating hospitable environments for newcomers. The money must be there, but so must a significant portion of our awareness and generosity. We have a serious problem in Canada, for our city governments have the least fiscal capacity of any level of government, much weaker than the federal and provincial governments. Yet, it is in our cities that we have the greatest experience and knowledge of migrant integration, and in our cities that we have the least ability to pay for the necessary instruments. We have an imbalance with which we struggle, and our city governments are forced to go to provincial and federal governments with their hat in their hand asking for funds for these programs. So we look elsewhere, and I think we can look to Germany for ways to solve this problem. These investments must be located in the right places. In Canada, migration integration plays out, as I say, primarily in our cities and primarily in our large urban centres of Toronto, Vancouver, and Montreal. The major beneficiary of immigration is the Toronto region, almost 7 million people with the city of Toronto at its centre. The Toronto region, as the ambassador said, is 50% immigrant and almost 50% visible minority. While during most of the 20th century, Canada's immigrants came from Europe, in recent decades, almost 70% were born in Asia and the Middle East. There are also significant populations of people from many other parts of the world, so that the character of the Toronto region is widely diverse and not dominated by any single group. This so-called hyperdiversity cannot be ignored. So if you are running a school system, a police force, a media enterprise, or are in business and employing people, you must be able to manage in this context. And if you want to excel, you must develop strategies to use this hyperdiversity as a competitive advantage. Strategies to create classrooms with comprehensive breadth and depth. To police the community with a refined sensitivity and respect. To broadcast to the community a true reflection of all the concerns and interests of those who live there. And to do business that at once connects to the community and to the world.
My colleagues here today will give us more focused looks at key elements of the Canadian model of migrant integration, and I'm pleased to introduce my colleague Elizabeth McIsaac to talk about the labour market. Finding a job, finding the right job, is perhaps one of the most critical indicators of successful inclusion and integration for a skilled immigrant. In 2010, roughly 280,000 new immigrants came to Canada as permanent residents. 69% of these came under what we call the economic class. The vast majority of these came as what we call skilled immigrants. Immigrants who come to Canada under the skilled immigrant category are highly educated. 70% of principal applicants, which means the head of the household, have a university degree. 28% have a master's or a PhD. If you look at the spouses and dependents in this class, 43% have at least one university degree. However, we are not seeing them perform in the labour market the way we would expect. High levels of education and skills and experience are not paying off. Only 4 out of 10 skilled immigrants who comes to Canada is finding a job in their field. That means that 6 out of 10 is finding a job that is not in their field and is below their skill level. They are underemployed. In Canada, we have research that shows that each year, $3 to $5 billion a year is lost to the economy through the non-recognition of international credentials. This hurts the labour market, it hurts the economy, and it hurts immigrants. A number of years ago, TRIEC, the Toronto Region Immigrant Employment Council that I work with, ran a public awareness campaign. We wanted to raise awareness in the public that this was a challenge, that we weren't succeeding in the objective of bringing immigrants to help the economy to build our country. And so we ran this media campaign on TV stations throughout the Toronto region. Look, your company has not achieved post-acquisition economies of scale. Cash is king, and yours is tied up in assets of depreciating value. So you must liquidate slow-moving inventory and apply for R&D grants. So it kind of captures the idea in very simple terms. But it does speak to a very important factor, which was we were not leveraging the talent of skilled immigrants in our community. And so in response to this challenge, in 2003, the Toronto Region Immigrant Employment Council was formed as a solution to this. It was initially launched as a project of Maitri, and later we've become an independent, not-for-profit charitable organization, an NGO. The thinking behind TRIEC was that it takes all stakeholders, all social actors that have a role to play on this issue, to work together to shape the solutions that will work. With all of the actors at one table, the solutions developed are shaped, they have the buy-in of everyone, and all the relevant players are there. In the case of immigrant employment, the actors are many. Employers, private and public sector, colleges and universities, labour, regulatory bodies, the community organisations that provide services to immigrants, and all three levels of government, federal, provincial, and municipal. We created a very large table. We have around 70 council members. This isn't a decision-making body, but rather it's a collection of civic leaders who come together to work on solutions. The chair of our council is, you saw a picture of him earlier, Gord Nixon. He's the president and the chief executive officer of the largest bank in Canada. I think that this is an important signal to the importance that integrating immigrants into the economy has for business. It's in the interest of business, it's in the interest of employers. And so the focus of TRIEC has been on engaging the employer community on this issue.
This evening, I'd like to share with you three of the ideas that we've been working on and have developed so far. These are practical ideas around how immigrants can be better included in the economy, and they focus both on immigrants and on employers, helping to transform how they act together. The first idea I want to tell you about is mentoring. When immigrants arrive in Canada or any new country, they bring with them their education, their experience, and their skills. But they have left behind their professional networks. They're not yet connected to their Canadian counterparts and colleagues. But when any one of us thinks about looking for a job, the first thing that we think about it is our professional network. We want to talk to them. We want to find out who's hiring, to tap the hidden job market, and to explore what the opportunities might be. So mentoring is a very simple idea. It connects a newly arrived immigrant with their Canadian colleague. We match an immigrant who is a civil engineer who builds bridges with a Canadian civil engineer who builds bridges. And we have built a program that makes these matches and then guides the mentor and the mentee through a 24-hour partnership over a four-month period. It works out to about an hour and a half a week, and it usually means a conversation over coffee. The mentor offers advice on the resume, suggestions for where to look for opportunities, helps the mentee with practice interviews, and makes connections to their colleagues. The mentor is not responsible for finding the mentee a job. They only help them to learn how to search for a job and how it works in Canada. To find mentors, we've worked with what we call corporate partners or employers, employers who are willing to recruit volunteer mentors from among their staff. What's in it for them? Well, their staff have the opportunity to develop their leadership skills, to work across cultures, and to build their own network. We have corporate partners from both the public and the private sector, and from across different industries. They tend to be large employers, many of them multinationals, so they understand the value of global talent. Last year, we had 30 active partners. What difference has this made? Well, in the last 6 years, we've made over 6,000 matches. On average, 80% of the mentees who have gone through the program find work within 6 months of completing the match. 70% of these are finding work in their field. We also see roughly 30% of mentors coming back to mentor a second time, a third time. Some of them have done it as often as 10 times. It's a proven win-win for the mentor and the mentee and for the corporate partners. And now we are seeing this being replicated in cities across Canada and from far away as Auckland, New Zealand. The second idea that I want to share with you is the idea of telling the success of hiring skilled immigrants, to shine the light on good ideas and practices that employers have implemented and that have a positive impact on immigrant inclusion and integration in the workplace. Although 6 out of 10 immigrants may not be finding work in their field, 4 out of 10 are, which means that some employers are doing something right. We thought that the best way to help employers become aware and to learn was to see examples from other employers and to see the benefit to their business. And so we created an annual awards program called the Immigrant Success Awards, the IS Awards. We set out to recognize leadership and innovation among employers, but to do this, we needed partners in storytelling. We built partnerships with Canada's national broadcaster, the CBC, who you'll be hearing from shortly, with Toronto's largest daily newspaper, and with the National Industry Magazine for Human Resource Professionals. With media partners providing editorial coverage of the award winners, we were able to take the stories out to employers and out to the general public. We also partnered with Canada's largest bank as a sponsor of the awards to add prestige and credibility as well as resources to the program. Over the past 5 years, we've recognized 25 employers and individual leaders from the private and public sector, from large and small businesses, and again from across industry. And we have told about practices that range from creating internship programs to particular recruitment strategies that partner with local NGOs, to onboarding programs that match with a mentor or a coach, to hiring immigrant doctors who are not yet licensed but who are able to use their skills to provide health screening in local schools. Another story that you'll hear about in a few minutes from my colleague.
Right now, we're in the middle of our call for nominations for 2012. The early signs are good that we'll identify new practices and be able to tell more stories. And I'd like to share with you our call for nominations, which has gone out across Toronto. These awards are really important in this city. I don't think you can state that clearly enough. This is work about building the city that we want and making sure that the city that we are in works for everybody who's here. The IS Awards was started as a means of finding out what are the best practices, what are corporations and individuals doing well that we can tell the story and share the learning so that it can be replicated. Winners, congratulations on your achievements. We hope that this recognition provides a platform upon which you can share your success, your learnings with other employers and inspire others and enable others and really have a multiplier effect. So the third idea I want to share before I wrap up is about the work that we've done to build the capacity of employers, working directly and engaging employers in their learning so that they become better able to recruit, retain, and promote skilled immigrants in their workplace. We began by working with employers to develop and build learning solutions. As a first step, we found out who was doing what. What were the promising practices? We didn't actually believe that there were best practices per se, but that there were promising practices. And we began to compile these, and we organized the promising practices, the resources, and the tools in an employer roadmap, an online tool that was available to HR human resource professionals to help them identify other employers who were doing similar work, find tools, templates, and resources. In order to reach out to more employers, we created workshops for employers that used the content of the roadmap, but we had them delivered by community partners like colleges and agencies, but most importantly by colleges who were recognized institutions of learning. We also developed curriculum and training videos, key resources to these workshops that addressed practices in recruitment, integration, and cross-cultural teamwork. In order to make workshops and other learning resources more available to employers, we began to design an e-learning platform, which will become a clearinghouse of curriculum, resources, and training opportunities for employers. We're calling it an employer campus. The campus is based on an open source model for sharing and customizing learning resources, which means that an employer can download modules and resources and import them into their own learning and development system. In this way, we're able to get the resources directly into the learning framework of the employer. As well, the campus has a train-the-trainer element to create opportunities for other providers, like colleges and NGOs, to deliver the curriculum. Has this made a difference? Well, we think it has. Roughly 400 employers have attended the workshops that have been provided. The training videos, available on multiple websites, have been viewed almost 30,000 times and downloaded 2,200 times. So it tells us that employers are interested in learning and are beginning that process. So those are three ideas from TRIAC: mentoring, telling the story of success, and building the capacity of employers to do a better job. I hope that this has been helpful. Thank you for your attention, and I'm delighted to turn it over to my colleague, Donna Kwan, from the Toronto District School Board. Thank you, Elizabeth. My pleasure to be here with you this evening. Ensuring student success is our collective and intentional effort belonging to all of us locally and internationally. A student succeeding in Berlin is a student succeeding in Canada, in Toronto. A student succeeding in Toronto and Berlin together is a student succeeding for our world, one world. The Toronto District School Board is the largest school board in Canada and the seventh largest school board in North America. We have 592 school sites serving 260,000 students.
260,000 students from kindergarten, age 4, to grade 12, age 21. And we also have 185,000 adult learners. So those are students who are age 21 and up. The Toronto District School Board's mission is to enable all students to reach high levels of achievement and to acquire the knowledge, the skills, the values they need to become responsible members of a democratic society. I am sure that these mission words are also the mission statements of many school boards across Canada, across the world, including Germany. We have 5 strategic directions. Through the leadership of our director, Dr. Chris Spence, every school an effective school, building leadership within a culture of relationships and partnerships, forming strong and effective relationships and partnerships, and building environmentally sustainable schools. Schools that inspire teaching, inspire learning, inspire people to want to work in them on behalf of our students. Schools that are eco-friendly. And finally, identifying disadvantage and intervening effectively. Identifying disadvantage and intervening effectively. Students in the Toronto District School Board, as you can see on this map here, come from all regions of the world. We represent 75 different languages, 200 different countries. 74% of our students were born in Canada, and 26% were born outside of Canada. Of those students born outside of Canada, the greatest numbers were born in China and India. Approximately 2/3 of our new students spoke a language other than English, most notably Chinese, Urdu, and Bengali. Who are we in the Toronto District School Board? 260,000 students, kindergarten to grade 12, as I've indicated. 30,000 full-time staff members, from teachers, principals, support staff, 30,000 in 592 sites. As the largest school board in Canada and one of the most diverse in the world, we require a wide range of professionals to ensure successful and effective operations. Of the 30,000 you see there, 16,000 elementary and secondary teachers and approximately 1,500 administrators, principals, and vice principals serving our schools. The board has an employment equity office and a workforce increasingly reflective of the students we serve. That is very important to us. A population of students and a population of staff reflective of each other. A workforce census was completed in 2006, and we plan to complete another one in the year ahead. The workforce census looks at race, gender, age, as well as orientation. As you can see here, 68% of our students have parents who are born outside of Canada. We are diverse, and we're proud of it. Given how richly diverse the Toronto District School Board is, considerable and intentional effort is made to ensure inclusive opportunities exist for all students and families. Parental voice, student voice from all sectors, all corners of the Toronto District School Board is important to us. On that note, I will speak to 3 key programs and initiatives that support our very diverse student population: student and parent census, community and faith walks, the gift of sight and sound. Let's begin with the student and parent census. As you can see on the screen there, there are some questions. The purpose of the student and parent census is to collect information, data, that will help the schools, our schools, to improve achievement and opportunity for our students while closing the achievement gaps for our students in need. The analysis of data allows us to identify and eliminate systemic barriers to student achievement, reallocate resources to where they're most needed, establish more effective programs and interventions to help our most vulnerable students, and most importantly, to advocate for resources and funding from our external partners and from all corners to support our schools which require the most support.
The student and parent census is conducted every 5 years. The board is currently completing a student census. A parent census will be completed in February of 2012. The student census is completed by all students themselves in grades 7 to 12. So the students complete the student census from grades 7 to 12. 40 questions on this census, 15 are related to the background and home circumstances of those students. We call those the demographic questions. And about 25 questions on students' experiences inside the school and outside the school. We call those the contextual questions. The parent survey, parents of students from junior kindergarten to grade 6 are invited to complete the parent survey. The survey voice is important to us. We want to engage the parental voice, so as a result, to reach out to the parents, we translate the survey into 24 or 26 different languages. The survey is voluntary, but we encourage parents to do so by reaching out to them and translating and providing space in our schools and advice and support to complete the census. From the student and parent census, a link is made to our academic and research databases. What do we do with the information we collect is important. It's not just about collecting the information from surveys. Linking it to our academic and research base to better improve program and services is critical. As you can see on this slide here, it shows the student's racial background. From the racial background data, we can capture parent census income results by race, achievement results by race, parent involvement by race, student leadership and engagement by race. This is the voice of our students and the parents who complete the surveys. The student and parent census also allows us to create what we call census portraits. The TDSB, as you've heard, is one of the world's most racially diverse student populations. And while there is great diversity between racialized groups, there is also great diversity within the groups. So it's important to examine diversity between and within the groups. The census portraits features an individual portrait for each racialized group in our student population. There are 8 key ones: the Aboriginal population, Black, East Asian, students from Latin America, Middle Eastern, South Asian, Southeast Asian, and White. Each portrait describes the background, the experience, the achievement levels of the major ethnocultural subgroups within each racialized group. And again, the purpose of the census portraits is to provide a better understanding of the similarities and differences within each group. This allows the staff to target interventions and resources more effectively and intentionally. When we capture achievement results by race, we are able to formulate programs such as early intervention. We're able to formulate programs which give students, through our focus on youth program, opportunities for employment to increase their life pathway and their life chances for success. A second idea that is critical to engaging the hearts and minds of the students we serve. Through our Model Schools for Inner Cities initiative, which is an initiative in 128 of our schools, we reach out to our community. Community and faith walks support educators in being more responsive and relevant in their teaching practices. This is done by bridging the gaps between the home, school, and communities. Teachers in some of our inner city schools have been participating in community faith walks since 2008. Educators in these schools often live in communities other than the ones that they work in. So it's critical that they know the communities that their students are coming from. Community walks helped teachers see the beauty, the challenges, and the possibilities of each community, as well as the possible resources available to families and students. This slide illustrates teachers inside a mosque as part of faith walks.
Educators must be aware of the religious diversity in our schools to support the creation of practices that honor and value diversity. Participants, teachers, staff at all levels, visit places of worship such as mosques, temples, churches, synagogues, and speak with the religious leaders about supporting students of faith in our pluralistic education system. This slide shows a visit to a Hindu temple. This visit has really helped our teachers better appreciate and understand the culture and faiths of our students. Parents themselves have told our teachers and our leaders that they trust the school more. Increased trust and faith in the schools about community and faith walks is critical. A third idea. Also through our Model Schools for Inner Cities program and initiative, the gift of sight and sound brings essential services right into the schools to help thousands of students living in Toronto in the highest needs community. Through this program, children are screened for vision and hearing in the place outside of their homes that they trust the most, their school. The school is a comfort for them, a comfort, and our teachers embrace that. Those who need glasses and hearing assistance receives them free of charge, and often problems are detected early enough to prevent significant future problems in learning. The gift of sight and sound, why is it special? You heard my colleague earlier speak to employment opportunities and recognition of credentials of migrant leaders and workers. The Gift of Sight and Sound program employs international medical graduates. These graduates come in and they screen and they offer medical support and guidance to our students. Currently, we employ 13 international medical graduates and the numbers are growing. It is anticipated that we will hire 4 more in the year ahead. We work very closely with an organization called Skills for Change to recruit staff. We are looking for individuals who have experience working with children, who have medical training, and who are ethnically reflective of the population of the students we serve. Most of our international medical graduates speak more than 2 languages and some as many as 5. Just to speak to the highly skilled population of graduates that are out there in terms of credentials and the skills that are available in terms of the immigrant workers that we know exist. The results of the screening show that 79% of the students seen at school-based optometry clinics required glasses. That means a high accuracy rate from some very, I would say, highly skilled international medical graduates. So the students that are being served, connecting them to also graduates and people who have the credentials to succeed in our community is important to the Toronto District School Board. In summary, I have given you 3 examples: student and parent census, the Model Schools for Inner Cities Community and Faith Walks, the Model Schools for Inner Cities The Gift of Sight and Sound Program. We in the TDSB, as you hear in Berlin and in the other cities that I had the opportunity to visit in the past 2 days, believe our students represent the global future. This is about borderless learning across the nation. Strengthening international programs, equitable practices, inner city programs, and excellence remains a priority for the Toronto District School Board. And on that note, I call upon my colleague, Matt Galloway, to talk about the media in this role. Matt. Thank you very much, Donna. It's a great pleasure to be here in Berlin. This is a city that exists for many people who've never been here in the imagination. And so to actually see some of the things that we have heard and seen from a distance is extraordinary. I'm looking forward to having more of an opportunity to explore the city tomorrow. My name is Matt Galloway. I'm the host of Metro Morning, which is CBC Toronto's morning radio program. The Canadian Broadcasting Corporation
is Canada's national public broadcaster. We broadcast on radio, television, the internet, and through satellite-based services. We provide 30 different services in French, English, and 8 Aboriginal languages spread across 6 time zones. CBC also strives to reflect Canada's diversity through its programming, and it's some of these strategies we're here to share, specifically how we do this in Toronto, Canada's most diverse city and perhaps one of the most multicultural cities on the planet. What's been interesting over the course of this roadshow, this travel through Germany, is that we are also taking ideas back with us. I learned this morning about the initiative that will change the expert database. And this is a fascinating idea. It allows journalists to connect with news sources so that if you're talking about something and you want to actually reflect the audience that you're speaking to, you can reach out and expand your contact base. It's an amazing idea and something that I think we'll expand on back home in Toronto. Diversity for us is a key piece of our strategy. It's to the CBC about being more relevant to more Canadians. We have several ways that we go about this. I'm going to share a few of them with you. CBC Toronto and Metro Morning, building a case for diversity and creating programming that connects. CBC Sports and how sport can be a connector to communities and a reflection of diversity. And CBC Music Programming, in particular the Hip Hop Summit, an event that used music and youth to engage with community. We'll start with a program that I host. It's called Metro Morning. Metro Morning is, as Ratna mentioned, the sound of Toronto. It is our faces, our places, our voices, and stories. It's an institution in this city. It's been around almost as long as I've been alive. So the question for some people might be, why would you change something that is so successful? Well, we realized that our audience was changing and we weren't. In 1961, Toronto was 3% diverse. In 2001, 43% of the city was of a visible minority. In 2006, 47%. And as you've heard a few times tonight, but it's an important statistic, we are nearly 50% diverse, Canada's most multicultural city. But, like many public broadcasters around the world, we had an older, non-diverse audience, and that audience was growing smaller, so we need to do something. In 2001, Metro Morning reinvented itself. We went through a transformation that would authentically connect us with the city that we lived in at that time. Not a city that existed in the past, but a city that we were around in 2001. We took a look at demographic data to figure out where the growth was and how our potential audience was changing and what we might reach out to, and we developed a community snapshot, and these actually exist right across the country. They are snapshots, again, and I go back to this phrase, of what the city looks like right now. We realized that 91% of Toronto speaks English, 43% at that time, as you heard, a visible minority, and the largest underserved communities in the city were South Asian, Chinese, Black, Hispanic, and West Asian Muslim. We also consulted with our audience and our stakeholders. We invited the community, the people who lived in the city, to come into our studio and talk to us about what we were doing. And we asked them what we thought was a very simple question. Do you listen to Metro Morning? We assumed they would say yes. The answer was no. They said that they didn't listen to the program because they felt it wasn't for them. When you hear that from people that you think are your audience, it's a pretty brutal wake-up call, but it also underscores why we needed to change and how we needed to go about making that change real. So we focused on two key elements, hiring and editorial choices. In hiring, our goal was to create a workforce that actually looked like the city we were based in. In 2001, 2% of our team was diverse. Now, at least 25% of our team is diverse. Closer to 45% if you factor in the freelancers that work for our program and our station. 3 of 8 leaders are diverse, and all of our hosts at CBC Toronto are diverse. And that says a lot because it allows people in those diverse communities to see themselves on the screen and hear themselves on the radio. It's also important because it changes the perspectives that we are offered and the perspectives that we bring to the airwaves. We ask ourselves every single morning a very simple question, which is, how does what we are about to do look and sound like Toronto today? And if it doesn't, then we don't do that story, and we figure out another way to go about telling the story. We are in the business of ideas, and so to change the ideas
you have to change the perspectives at the table. And again, this goes back to that idea of changing the expert database and reaching out to a broader constituency. If you want to access communities and create trust and build a relationship, you need to be in it for the long haul. And you actually have to have those relationships and the people at the table to allow you to create those relationships. And if they're not there, then you change the people at the table. I want to share a very powerful example of this. It's a sad story, but it does really capture what we have been able to do on our program. Cecilia Zhang, whose face you see on the screen, was a little girl who was kidnapped in Toronto. It was an awful time. Her face was seen everywhere. Her story was told from one end of Toronto to another. Weeks went by, and we hadn't heard anything about her. We also hadn't heard from her parents. They were going through their own private turmoil at the time, and we hadn't in the media and in the city heard from them. So one of our producers got in touch. The parents of Cecilia Zhang agreed to do an interview and break their silence if the interview could be done in Mandarin. Now, this is important because our producer who reached out to them spoke Mandarin, and the result was a relationship that was built and an extraordinary interview that you would have not heard anywhere else in Toronto, because that sense of having somebody from the community create that connection didn't exist at the time. This is a bit of that interview, and the clip you're going to hear is the mother of the kidnapped girl speaking directly to her missing daughter. And here's what a mother had to say to her missing daughter. Cecilia, 爸爸妈妈都非常的爱你。 你一定要坚强，一定要想着爸爸妈妈。Cecilia，想着妈妈教给你的，你深呼吸，闭上眼睛，想着爸爸妈妈，你就会感觉到爸爸妈妈就在你身边，爸爸妈妈都在抱着你，爸爸妈妈都在亲你。相信爸爸妈妈会尽最大的努力让你尽快的回来。 爸爸妈妈永远都爱你。他知道的，他能够感觉到我。他常常问我，你为什么能够知道我在想什么？我告诉他，我是你妈妈，所以我知道。 Now, if you spoke Mandarin, you would know how heartbreaking that is, a mother speaking to her daughter that is missing, that she doesn't know whether she'll see again. Even if you don't speak that language, though, I think you can feel the power and the emotion in that. And that, again, was an extraordinary moment that wouldn't have happened had we not been able to create that cultural connection. It's an opportunity to allow people to tell their own stories, not to tell their stories for them, but to allow them to tell their own stories. Now, those relationships are key in building those connections with community. Internally, we've done that in creating champions at the CBC for the work that we do, but externally as well, we reach out to communities. We talk to them about what their stories are and what we as a broadcaster should be doing to try and tell those stories. We bring communities in, we have editorial roundtables, and this has led to a series of award-winning community programming initiatives, things like Growing Up Without Men, which was a town hall about single-parent families in the Black community. On the 10th anniversary of September 11th, we did a Muslim roundtable talking about 10 years since 9/11 from the perspective of the city's Muslim communities. And we did a program called Turning Point, which was an investigation into the issue of domestic violence, specifically within our city's South Asian communities, from India, Pakistan, and that general region. This is, as you can imagine, an incredibly sensitive issue. It's one that is rarely spoken about within the community, and almost never spoken about outside of that community. So we hired a journalist from the South Asian community to go into the community, talk to people. What is it that's going on with this issue? How can we approach it? She came back to us, told us the stories, and then told us how we would want to present it. Again, the result was an extraordinary bit of programming, the most remarkable moment of which we did it in a room like this, in front of a live audience, where a woman stood up and told the story for the very first time about being abused in her own home. And she was somebody who had never, again, spoken about this in past and told this to a room full of strangers, people she'd never met before. And the only reason that she felt comfortable in doing that was because we'd created a relationship and a safe space for her to do that in.
The program went on to win awards across the country and actually through the community helped shape policy with the police in dealing with this issue. And you'll hear a bit more about that coming up in just a few moments' time. This work is important, but it doesn't mean anything unless it actually connects, unless you can show results. Now, we have delivered results in part through the consultations that we've had with the community. We maintain those relationships and we talk to them over and over again, community members, about what we're doing. But we've also seen a real growth in our audience. One of the things I've heard several times in being here in Germany is that broadcasters are constantly told that if you do this, if you become more diverse and reflective, your audience will disappear. That's a lie. We saw in 2002, initially, our ratings go down. And that, to us, set us back a little bit. The payoff came the following year. 1 year after the relaunch of Metro Morning, our program went to number one in Toronto for the very first time. Since then, we have been the most listened to radio program in the most competitive market in the country 37 times. We've won over 100 awards, many of them for diversity, and we have more than doubled our audience. In part, in large part, because we actually sound like the city we exist in. Now, Metro Morning is one great example of how the CBC is doing this. There are others that are being reflected at the Canadian Broadcasting Corporation across the country. Sport is something that you're well familiar with. Our nation prides hockey over everything else. We are a nation in which people live and breathe hockey. And yet we realized that football could be an opportunity to reach out to communities that we actually weren't connecting with. In Toronto, in the early days, this is a difficult job. My first job at CBC was to go out during the 2002 World Cup and watch football with people in the Turkish community, people in the Brazilian community. I went to Mexican bars, I went to German beer halls, and I watched football with the community members there. And initially, when I arrived, those people would say, "What is somebody from the CBC doing here at 7 o'clock in the morning wanting to watch football with us?" And then when we told them that this is a huge event and their story is our story and we want to celebrate that event, they welcomed us with open arms. And that dark, strange Turkish bar at 7 a.m. became a very welcoming and friendly place. And I was the guy banging the drums loudly. We continued that bond and in 2010 launched a nationwide community engagement program called Soccer Nation to celebrate soccer and community. And the image that you see here is outside the CBC Broadcasting Center. Tens of thousands of people watching the final of the 2010 World Cup and celebrating community and sport. And the ambassador was speaking about that connection between soccer and community earlier today in a luncheon, talking about the great German midfielder, Mesut Özil, who is somebody who has changed the face of German football. And that's a really exciting prospect and something, again, that speaks to this idea of football and community. The other example that I want to briefly mention is through music. The Hip Hop Summit was an amazing initiative to try and celebrate the 25th anniversary of hip hop music in Canada. It was done completely in partnership with community organizations, included a groundbreaking concert, a community festival, and was an example of creating long-term relationships, not simply talking about something as a one-off and talking to a community for a minute, but then stretching that relationship on. We have a community hip-hop producer who works specifically with that community to bring those stories and that music to our airwaves. And we also produced a hip-hop documentary that was watched by more than a million people in Canada. In the spring of 2011, CBC Radio put on the first ever Canadian Hip-Hop Music Summit in tribute to the history of rap music in Canada. The T-Dot played host to one of the most magical hip-hop events held in the Great North, culminating with an unforgettable concert. Legendary pioneers of the game like Mishy Me, Maestro Fresh West, and the Dream Warriors took the stage with today's hottest artists like Cardinal and Kanon. It was an historic night for fans as well as the industry. Canadian hip-hop has come a long way in the past 25 years, with global artists like Kanon and Drake dominating world charts. Being a kid from Toronto, I'm just proud, man.
but those in the know give real love and real respect to the artists that built the Toronto hip-hop industry, even when the city didn't want one. Now, to me, the testament of the success of that event was that the concert that you saw was held in a space called Glenn Gould Studio. It's in the heart of the CBC Broadcasting Center. It normally hosts chamber music. And for some reason, we were able to convince them to open the doors and host a hip-hop concert, which was sensational. This work has been a real process for us and something that is a real challenge. But we've learned a number of important things. Things like your goal should be authentic reflection on the air, not tokenistic, but actually going into those communities, getting to the heart of those communities and bringing those communities to your airwaves. Those relationships, again, are key. You have to find your champions within those communities, people who will bring you the stories, but also trust you to tell their stories. Make your choices through a strategic lens, whether it's programming, whether it's hiring, and ask yourself that key question: how does this make me sound like the city or the region or the country that I'm in right now? Not the country that was, but the country that is now in 2011. Find the universal, that story that stretches across communities, even if you don't understand the specifics, that you can feel, that you can laugh, that you can cry with that story. Make inclusivity a key value and embed the change through the heart of your organization. This is important because you have, and we've used this phrase a couple of times, the potential to change hearts and minds, not just within those newcomer communities, but within established communities, and open the door to make sure that people feel part of a society. It's been a challenge, as I say, but it's really paid off. It's also part of our mandate, and I think this is an important piece for public broadcasters around the world. We are a public broadcaster. We are owned by the public. And if we don't look and sound like that public in all its richness and diversity, then we are irrelevant. We might as well turn out the lights when we leave. This is important. And if you find that your public broadcaster isn't, as people in our community told us, if it's not doing that work, then you let them know. We heard it, and we were told, and we've changed a little bit of what we like to do. And that will continue, hopefully, in the years to come. Thanks for your time. It's been an extraordinary opportunity, as I say, to be in this city and in this country. And I want to introduce my colleague, somebody who is part of the remarkable transformation of an institution in our city. Please welcome the Deputy Chief of Police in the City of Toronto, Peter Slowly. Dankeschön for the water and guten Tag. Thank you very much for inviting us into Berlin. My first impression of the Berlin sports culture came from looking at the reports in the sports page, and I saw that Hertha Berlin is doing not too bad this year in the Bundesliga. So obviously you have a strong sports culture. If you were to visit Toronto and look at our ice hockey team, the Toronto Maple Leafs, you will see that we're having a good year this year, and you will think we are a good sports culture. If you were to visit Canada, the first impression that you would have would not be from the ambassador sitting here, but it would be from a Toronto police officer at the border control point. It would be from a Canadian border control officer. Your first impression of that country and that democracy would be shaped by how you interact with that officer, how that officer greets you, treats you, how they identify you for investigative purposes. When I arrived in Frankfurt on Saturday, my first impression of Germany was not from the German chancellor, but from the German police officer. When I arrived here in Berlin today, my first impression was not of this gathering, but of a gathering of police officers at the train station. I started to form my impression of your democracy, your society, and your laws and your justice system by that police officer. So we are ambassadors. As much as our Canadian ambassador here represents Canada, when you come to Canada, the police represent that first impression. And that's an important thing for my presentation. We have a very important role in the City of Toronto beyond just public safety. The police in any society, whether it's Berlin, whether it's Toronto, Canada, or Germany, are one of the most important and most visible elements of the functioning democracy of that country. We're a city of 2.7 million, a region of 5.7 million. We have a great reputation around the world, one of the most diverse cities, one of the most livable cities, one of the most innovative cities.
transforming, using technology to transform our economy. We're one of the most visited cities in North America, second only to New York City in terms of a tourist attraction. And we're very fortunate. We're one of the safest big cities in North America. And that's an important fact. And it isn't because we have a great police force. We do. It's because we have a great society. We have a great city of great citizens. We have great people who live in our city. And 50% of them come from other countries. 50% of them are visible minorities. And they contribute as much or more to our public safety than the police service. We recognize that our strength is not just in our police service, but we also recognize that not everything we do has the right effect. Police in Germany and police in Canada have been doing a lot of good things. We've been arresting a lot of bad people. We've been enforcing the law. Crime is going down in Berlin and crime is going down in Toronto. But fear of crime is going up and trust in police is going down. That inverse relationship has been studied by academics and they call it the reassurance gap. People should be reassured that crime is going down, but they're not. They're more fearful of crime. They're more fearful of the police that fight that crime. And when you look at your new immigrant communities, when you look at women and young people, gays and lesbians, people who live on the margins of society or are less powerful, that gap is even wider, and it's called the optimism gap. They don't have an optimistic view of the future. They don't believe in the institutions of their society. And so the police have an important role in addressing that. Add on to that the realities of post-911, Islamophobia. The new austerity measures sweeping across countries like Germany and Canada because of the economic crisis and the impacts that will have on those marginalized communities. Add to that the impact of the digital age and social media and how that is transforming and in some cases revolutionizing and in some cases causing anarchy within countries and communities. Those are all significant challenges facing policing beyond just the crime-fighting piece. Within policing, we have the same challenges that exist in society. We have human rights abuses that take place by police officers against police officers. We have glass ceilings on our women officers who aspire to reach the highest levels in the police, but because of our male-dominated culture, have a harder time in reaching those areas. And we have racism and sexism and every other form of human dysfunction because we hire police officers from the human race. Our challenge is even greater if we look at who our true customers are. Rich and middle class citizens and taxpayers are all very important, but the people who rely most on the police services are the ones that have the least amount of power, new immigrants being one of those most important areas. Any society will be judged on its strengths by how it treats its weakest elements, how it treats its women and its young people, its elderly and its new immigrants. And police as an important institution, as a visible, most visible element of that democracy, will form a huge portion of that first impression. The Toronto Police is trying to do its best job, and we have a mission statement like the education system and others that speaks to our aspirations, that we are dedicated to delivering police services in partnership with our communities to keep Toronto the best and safest place to be. Our most important asset, though, is not our mission statements and our strategies. Our most important asset is our people, our police officers who come from our society, who deliver those police services to the people in our society, who must be, by law, must be sensitive to and reflective of the community that we serve. 5 years ago, that was a huge challenge for us because when we recruited police officers to join the Toronto Police, we couldn't attract new immigrants. We couldn't attract women and visible minorities in the numbers that would help us to be truly reflective of one of the most diverse cities in the world. And so we had to change our whole strategy about how we brought police officers in and how we helped them to deliver more effective services, particularly to new immigrants. I'm going to talk to you about three of those programs. A recruiting and hiring strategy that helped us to become far more diverse than we were in a very short period of time. A strategy to reach out to new immigrants. 50% of all the new immigrants in Canada come to the city of Toronto. We needed a strategy to deliver that. And talk about a strategy to reduce domestic violence, particularly in new immigrant communities, cultural communities and religious communities. Tomorrow I'm going to have the opportunity to go with my colleagues from the Berlin Police, and I'm very pleased that Christian Horn and Uta Jankovic, please forgive me if I got your name wrong,
There are two officers from the Berlin Police Department. They've come here tonight. I think that shows the respect and the commitment of the Berlin Police to this very difficult issue. And they're going to be taking me to the local Turkish community here to learn about some of their programs and meet some of their community partners. And I'm very encouraged about that. I hope to take away some very good lessons from that experience. How do you become a more diverse police service when a lot of new immigrants don't trust the police? When a lot of people who are on the margins of society don't trust the police? Well, you have to, first of all, make it a number one priority in your organization to recruit new people into your organization, new faces, new skills, new languages. Your chief of police has to make that a number one priority for all of the members of his police service. Then you have to look at all of your employment systems. I know Uta works in the human resources area. We had to check all of our hiring systems to make sure there were no systemic barriers in those systems that were blocking women and minorities and people who didn't speak English as their first language. We had to level the playing field for them. We then had to create very effective marketing strategies to reach out in culturally competent ways to those communities. We had to make it a goal to be an employer of choice where people wanted to come and work in the police department, and particularly new immigrants, visible minorities and women wanted to come and work in the police department. And we became one of Canada's best employers, and most importantly, we became one of Canada's top diversity employers. We hired over the last 5 years 1,600 police officers. We didn't lower the standards. We raised the standards for employment. And in doing so, we were able to recruit in every one of our recruit classes over 50% of women and visible minorities. 60% of those classes spoke multiple languages. And over 70% of the people we hired came with university and post-secondary education. We improved the quantity. We improved the quality. And we improved the standards. It is possible. And we did that all in a one-year period. We went from 25% of our classes in 1 year to over 50%. And we've maintained that over the last 4 years. And most importantly, as Matt talked about, the results. So what if you have a more diverse police service? Who cares if you're more reflective if crime is going up? Crime went down in that same period. Those diverse police officers drove crime down even further. And now trust is going up because we're seeing as more reflective of our police, of our community. How do you provide an ambassador role as a police officer to new immigrants in Canada? Well, you have to customize your police service. You have to customize your approach to new immigrants. You have to create products and services that will help new immigrants to understand how the laws operate in the new country, how they can access the police service. You need to have your police chief at the very top go out into the community and talk about these things. We worked in partnership with over 38 different NGOs, three levels of government, and our partners of the Toronto Police Service to develop these programs. We created information that was available online in pamphlets, on DVDs, in videos. And we created that information in 25 different languages, our top 25 most spoken languages in the city of Toronto, so that people from any background could understand the material and use it to their benefit. We became ambassadors in our own city and in our own society for the larger Canadian democracy. How do you have difficult discussions about very taboo subjects, like Matt talked about? Creating a safe space where Muslims and South Asians could come and talk about domestic violence in ways that they had never been able to do so, even within their own family. We learned from the CBC radio interview, and we realized that we had to create very effective and creative and innovative ways of marketing the issue of domestic violence and the need to report that to the police so we could help those communities to be safe in their own homes. Our police chief went out with community leaders from the Muslim and South Asian community to talk about these difficult subjects in town hall settings just like this. And the results have been good. One result that's important, and my police colleagues will understand this, we have 23,000 domestic violence calls in Toronto every year. For success for us, that number has to go up because domestic violence is one of the most underreported crimes in society and particularly in new immigrant communities. In fact, we want to see that number go to 25,000 and maybe even 30,000 because then we'll know that we're really getting that connection we're trying to achieve. It's an underreported crime and we need to get it at least at a normal level. Our programs are developed not by police officers, but by police officers in partnership with communities. Young people who can create that edgy new design and marketing strategy. Older people in the community who understand the intricacies of their society and can help us to speak in a better voice.
Our mission here tonight has been mentioned a number of times. Our mission here tonight is one that we share, I'm sure, with all of you, from Toronto to Berlin. We're in the business of winning hearts and minds. We need to capture the hearts and minds of our resident population and our newcomer population. We need to get their eyes and their ears involved in the business of public safety and democracy building and community building. It's because they have insights, they have ideas, they have intelligence, they have perspective that will help us to do our jobs better. And ultimately, we need to use our hands to lift up our new immigrant communities, to allow them to use their hands to lift up our societies, our cities, our communities. We're very, very pleased to have been invited here to travel throughout Germany to meet wonderful service providers in the police, in the media, in the not-for-profit community, politicians at every level. We felt really welcomed and honored. We have taken many ideas, in some cases stolen some good ideas. And we hope that some of the ideas that we've shared with you will resonate and that you will be able to build on your very good work here in Germany, here in Berlin. Thank you very much. I'm going to turn it over to Mikko Nein. Thank you very much, Peter. We are extremely pleased and impressed by the speeches, by the presentations. Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch das Gesicht Berlins etwas zeigen können. Wir haben uns bemüht, die deutschen Counterparts auch dann entsprechend in diese Präsentation so einzubauen. Es war eine wunderbare Storytelling aber über Toronto, um einfach mal das Wort von Matt Galloway aufzugreifen. Und in dieser Tradition der Storytelling von Toronto versuchen wir auch, etwas von Berlin zu zeigen, über den Umgang mit Vielfalt, mit Multikulturalismus und mit Themen der Integration und Inklusion dieser Stadt. Ich möchte als erstes Andreas Gemmershausen, er ist stellvertretender Integrationsbeauftragter von Berlin, einladen, der auch Leiter der Abteilung Integration ist und der zuvor auch an der Universität in Bangkok gearbeitet hat und wird uns dann etwas zu Berlin, die allgemeine Situation der Multikulturalität und Einwanderung in Berlin zuerst mal geben. Und dann gehen wir dann über zu den anderen Themen und werde dann entsprechend die Referentinnen und Referenten kurz vorstellen. So, als erstes Andreas Gemmershausen. Ja, vielen Dank. Ich kann ja schon anfangen zu reden. Ich bin jetzt nicht so richtig überrascht, aber gleichzeitig doch sehr beeindruckt von den Beiträgen der Kolleginnen, Kollegen, Gäste aus Toronto. Es gibt schon einige Ähnlichkeiten, möchte ich behaupten, aber es gibt auch erhebliche Unterschiede in den Ansätzen. Das wird ja jetzt auch deutlich, wenn wir ein bisschen eingehender auf die Situation in Berlin zu sprechen kommen. Eine Vorbemerkung zur Terminologie. Bei den Bildern, die Matt Galloway gezeigt hat, hatte ich so den Eindruck, dass sie recht stark identifizieren, wenn sie von Diversity sprechen mit Menschen, die aus eine andere Herkunft haben. Wir machen das nicht. Wenn wir von Diversity reden, dann denken wir eher an den horizontalen Ansatz, unterschiedliche Merkmale. Und das kommt dann dazu, dass wir, wenn wir von unterschiedlicher ethnischer Herkunft reden, von Interkulturalität reden, von interkultureller Öffnung der Verwaltung zum Beispiel. Ich weiß, das klingt immer unglaublich umständlich und merkwürdig für Angelsachsen, aber so ist es. Die Zuständigkeit unseres Amtes ist die, in Berlin Integrationspolitik zu koordinieren.
Wir sind nicht zuständig für Zuwanderung. Das ist die Zuständigkeit des Bundes. Insofern haben wir mit den ganzen Fragen Anwerbung von neuen Einwanderern eher mittelbar zu tun. Wir sind beteiligt, aber es ist in erster Linie Zuständigkeit der Bundesregierung. Herr Poltermann hatte eingangs schon diesen Satz gesagt, der lange in Deutschland galt, dass wir kein Einwanderungsland seien. Das war natürlich schon lange falsch, als Kanzler Kohl das 1998 noch behauptete. Aber die Beiträge aus Kanada haben jetzt deutlich gezeigt, dass wirklich Unterschiede auch in der Herangehensweise zur Immigration bestehen, weil wir eben in der Bundesrepublik auch in der Zeit vorher, obwohl eben viele gekommen waren, nie Zuwanderungspolitik, also demografische Fragen oder Fragen des Bedarfs am Arbeitsmarkt nie oder kaum über Zuwanderung geregelt haben. Insofern ist, wenn wir jetzt feststellen, dass wir durchgängig eine starke Einwanderung hatten, dass eher hinter dem Rücken der Politik geschehen als in Umsetzung einer rationalen Einwanderungspolitik. Wir hatten also die unterschiedlichen Zuwanderungsphasen nach dem Krieg. Ich nenne jetzt nicht alle, aber es ist ja einigermaßen klar. Wir hatten die Gastarbeiterzeit, danach dann eher die Familienzusammenführung. Dann kam stärker hervor die Zuwanderung über das Asylgesetz, oder Asylanträge. Dann auch viele Zuwanderer, die als Bürgerkriegsopfer kamen und durchgängig auch viele, die als Aussiedler in die Bundesrepublik gekommen sind oder Ethnic Germans. Diese Zuwanderung ist in erster Linie eine Geschichte des westlichen Teils unseres Landes. Auch in die DDR gab es Zuwanderung über Werkverträge, aber in weitaus geringerer Zahl. Die Geschichte, diese feste Aussage, wir seien kein Einwanderungsland, hat sich dann grundsätzlich schon geändert 1998. Das ist, wir haben dann seitdem sehr, sehr bald ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz bekommen und auch ein Immigration Act, also das Zuwanderungsgesetz. Das ist in erster Linie das Verdienst der Regierung Schröder-Fischer, aber man kann auch feststellen, dass Frau Merkel als Kanzlerin sowohl mit der SPD als auch mit der FDP grundsätzlich diese Politik fortsetzt. Charakteristisch an der heutigen Immigrationspolitik oder Integrationspolitik auf Bundesebene ist, dass man in hohem Maße abhebt auf Sprachförderung und Orientierungskurse. Das läuft unter dem Diktum, man möchte Fehler vermeiden, die in der Vergangenheit gemacht worden seien. Allerdings gilt für die Phase insgesamt und eigentlich auch bis heute, dass wir immer noch keine Zuwanderungspolitik in systematischer Weise betreiben, die sich an den Interessen des Arbeitsmarkts orientiert. Und das machen Sie ja in Kanada nun wirklich anders. Es ändert sich gerade ein wenig durch die Diskussion um den Fachkräftebedarf. Da beginnen auch wir in der Bundesrepublik daran zu denken, die Zuwanderungsbarrieren etwas zu verringern. Ich möchte nun einige Slides zeigen, die das Bild in Berlin darstellen. Muss ich schon hier bleiben. Die das Bild in Berlin darstellen, das sich da hinter dem Rücken der Politik, wie ich gesagt habe, ergeben hat. Wir haben heute, also natürlich ist Berlin die größte Stadt, wir haben 3,5 Millionen Einwohner und davon sind, wichtiger ist denn die vorletzte Zeile, 25% Immigranten oder Personen mit einem Migrationshintergrund, wie wir sagen. Gleichzeitig zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken. Vielleicht ist es wichtig, dass ich gleich sage, wie wir Immigranten definieren. Es reichen drei Kategorien. Es sind erstens Personen, die nicht Deutsche sind, zweitens Personen, die selbst nach dem 1. Januar 1950 in die Bundesrepublik kamen, und es sind die Nachkommen dieser Personen, also der Gruppen 1 und 2, wobei es reicht. Also wir machen, also das fand ich schon interessant, wir machen es ähnlich wie Sie bei den Schulstatistiken. Wir zählen auch nur
die Kinder, deren Eltern noch zugewandert sind, also nicht zum Beispiel der früheren Gastarbeiterphase. Und es reicht aber, wenn Personen ein Elternteil haben, das zu den Kategorien 1 und 2 gehört, damit sie bei uns als Migranten gelten. Wenn man jetzt mal nochmal in die Bundesrepublik insgesamt anguckt, dann sehen wir, dass im Vergleich zu Großstädten wir da nicht einen Spitzenplatz haben. Es ist in erster Linie, wie ich ja schon andeutete, eine Ost-West-Migration, eine westliche Geschichte gewesen, die Geschichte der Einwanderung. Das zeigt sich auch an den Städten. Frankfurt oder auch Nürnberg hat einen viel größeren Migrantenanteil als wir. Und innerhalb Berlins zeigt sich diese Unterschiedlichkeit auch. In den östlichen Bezirken haben wir also eine viel niedrigere Einwanderungsbevölkerung als in den westlichen Bezirken. Ja, das zeigt das nochmal genauer, aber die gleiche Aussage. Die Karte ist eigentlich schöner, wenn Sie hier sehen, Sie sehen fast die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin durchaus auch an der Zuordnung von Migranten in den Stadtvierteln. Also die östlichen innerstädtischen Gebiete waren vor 89 die weniger attraktiven. Und in diese Gebiete sind Migranten eingewandert. Und das sieht man auch heute noch. Also in den östlichen innerstädtischen Bezirken vom vormaligen West-Berlin leben überwiegend Migranten. Wir haben allerdings, wie Sie auch sehen, im östlichen Teil einige besonders Aussiedler sind dorthin gegangen, also Ethnic Germans, die dort in größerer Zahl leben. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Karte, die zeigt, dass sich auch im Hinblick auf die Einbürgerung die Situation sehr stark unterscheidet. Wenn Sie in der Mitte sehen, wir haben immer noch nur 40% der Menschen, die aus der Türkei hierher gekommen sind, haben eine deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Hingegen Menschen aus Kasachstan, da sind sehr viele Aussiedler gekommen, da ist die deutsche Staatsbürgerschaft dann viel höher. Und jetzt noch eine Karte entlang der Altersgruppen. Da sehen Sie, dass Immigration in die Bundesrepublik eine Sache der Jungen ist. Bei den jungen Altersgruppen unter 18 hat man insgesamt einen Anteil von Migranten von 42% in der Stadt. Und in einigen Stadtvierteln ist das natürlich viel höher, wie sich schon daraus ergibt, dass sich in den Stadtvierteln ja auch der Anteil der Migranten sehr stark unterscheidet. Ganz schön an der Tafel ist auch, darauf möchte ich hinweisen, dass sich das Staatsangehörigkeitsgesetz da ausgewirkt hat. Wir haben in den jungen Altersgruppen kaum noch Ausländer. Weil eben nach dem neuen Staatsangehörigkeits in der Regel die Grundlage für die deutsche Staatsangehörigkeit besteht. Ja, das waren jetzt so die statistischen Daten, die zeigen, dass wir über die Stadt insgesamt gesehen eine vielfältig zusammengesetzte Bevölkerung haben, dass sich das unterscheidet in den Stadtvierteln ganz stark, auch entlang der Altersgruppen, und dass sich es auch zudem noch unterscheidet sehr stark nach Herkunftsländern, aber auch nach sozialem Status, Bildung und Zugang zum Arbeitsmarkt. In Bezug auf Bildung und Arbeitsmarkt, da habe ich ja nun keine Tafeln gezeigt, haben wir eine polarisierende Situation. Wenn man auf den Arbeitsmarkt guckt, ist die Arbeitslosigkeit erschreckend hoch, viel höher, in der Regel doppelt so hoch wie unter der Bevölkerung deutscher Herkunft. Aber wir haben gleichzeitig ein hohes Potenzial. Wir haben in zahlreichen Berufen sehr erfolgreiche Immigranten und wir haben durchgängig auch bei den Kreativen sehr hohe Potenziale. Nicht nur allerdings in der Kunst, würde ich schon denken, dass wir da sehr hohe Potenziale generell in einem breiten Spektrum von Berufen inzwischen haben.
Bei der Bildung sieht es ähnlich polarisierend aus, wenn man die Schulerfolge der Einwandererkinder oder Kinder aus Einwandererfamilien vergleicht mit den ohne Einwanderungshintergrund, dann schneiden die Einwandererkinder durchgängig in der großen Zahl schlechter ab, sowohl was die Abschlüsse anbelangt, als auch was die Dropout-Rates anbelangt. Aber wir haben einen hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund in den Gymnasien. Und die Daten über die Schulabschlüsse haben sich deutlich verbessert innerhalb der letzten 5 Jahre. Zudem haben wir unter der Einwanderungsbevölkerung einen hohen Anteil von Personen, die auch einen tertiären Bildungsabschluss haben. Diese Ansätze, diese Befunde über eine unterschiedliche, diverse, aber auch sehr stark polarisierte Situation nehmen wir auf in unserem Integrationskonzept. Wir setzen dort Schwerpunkte auf Arbeit, Bildung, Stadtentwicklung. Wir führen ein diese interkulturelle Öffnung, die ich ganz eingangs erwähnt habe, als ein Querschnittsthema. Und wir unterstützen ganz stark auch partizipative Ansätze zwischen Migrantenorganisationen und der Politik. Den ganzen Prozess der Integration monitoren, also wir berichten darüber in einem systematischen Monitoringverfahren auf der Basis von Indikatoren, und wir tun dieses, wir berichten dies, wir veröffentlichen diese Berichte, dieses Monitoring alle 2 Jahre. Zudem haben wir jetzt ein Gesetz im letzten Jahr verabschiedet, dass diese Ansätze der Integrationspolitik auch einschließlich des Monitoring und auch der interkulturellen Öffnung und der Partizipation untersetzt. Wie ich eingangs sagte, es gibt einige Ähnlichkeiten, zum Beispiel führen wir auch durchaus Kampagnen durch, aber insgesamt war ich schon sehr beeindruckt von Ihren Präsentationen. Ich nehme gerne das Angebot an, einiges davon zu klauen, zu kopieren. Ich stelle fest, dass ein Thema, das uns ja als Integrationsabteilung sehr am Herzen liegt, nämlich den Aufstieg im Arbeitsmarkt, dass das ein ganz wichtiges Thema für Sie ist. Bei uns in der Integrationspolitik des Senats ist das durchaus auch ein Thema, aber im allgemeinen Diskurs weitaus weniger. Wir stellen außerdem fest, dass Berlin eine Stadt ist, in die Ausländer weiterhin gern kommen. Offensichtlich ist Berlin ganz attraktiv. Wir freuen uns darüber, aber wir können nicht feststellen, dass diese Attraktivität darauf beruht oder die Zuwanderung darauf beruht, dass wir eine besonders offensive Anwerbepolitik gemacht haben. Vielleicht können wir davon auch noch von Ihnen lernen. Ich danke und gebe über an Frau Kölling. Vielen Dank, Herr Gelmershausen. Es ist schon mal ein Erfolg erzielt, wenn Sie schon sagen, wir werden einige Ideen klauen. Dann hat unsere Dialogveranstaltung dann auch ein wichtiges Ziel erreicht. Wir hatten einmal eine europäische Konferenz hier und ein Referent aus Dublin hat mal gesagt, the secret weapon of Germany is Berlin. Also man darf nicht die Rolle von Städten unterschätzen, weil letztlich nicht die nationale Integrations- oder Einwanderungspolitik entscheidend ist, sondern Städte sind letztlich auch entscheidend für die Attraktion von Menschen aus der ganzen Welt. Insofern freue ich mich sehr. Und was bedeutet dann aber auch das Zusammenleben? Wie gestaltet man letztlich auch Antidiskriminierung und Diversity? Und darüber wird uns Marlene Kölling einen Einblick in ihre Arbeit geben. Sie ist die stellvertretende Direktorin der Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, LADS, und sie ist zugleich auch die Beauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte des Senats Verwaltung für Integration, Arbeit und Sozialpolitik. So. Oh. Und ich bewege es hier mit mir. Ja, ich glaube schon, man hat es gehört.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich für die Gelegenheit bedanken und die Einladung bedanken, hier an Ihren Erfahrungen teilzunehmen. Das ist hochnotspannend für uns und freue mich auch, dass ich ein bisschen erzählen kann aus unserer Arbeit, aus unseren Arbeitsschwerpunkten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen als Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung. Diese Landesstelle ist, wenn man das in Verwaltungshistorie betrachtet, eine relativ junge Einrichtung. Sie wurde vor 4 Jahren eingerichtet, nachdem das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft trat. Das war 2007. Und wir haben nach wie vor den Vorteil, dass wir nicht immer die eingefahrenen Trampelpfade sozusagen der Berliner Verwaltung gehen müssen, sondern wir dürfen durchaus auch innovative Wege wählen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Unsere Arbeit basiert, wenn Sie so wollen, auf einer Doppelstrategie. Es sind 2 Säulen, die wir verfolgen, 2 Zielsetzungen, 2 Schwerpunkte. Das eine ist die Antidiskriminierungspolitik, ich sage jetzt mal im klassischen Sinne, die reagiert auf Diskriminierungssituationen, interveniert oder auch Menschen ermutigt, ihr Recht auf Gleichbehandlung wahrzunehmen. Die 2. Säule ist dann Diversity, die Förderung von Diversity-Ansätzen, die eher präventiv ausgerichtet sind und darauf ausgerichtet sind, ein Umfeld zu schaffen, was diskriminierungsfrei ist. Berlin ist in der Tat so eine Stadt von großer Vielfalt. Man muss sich klar machen, dass in dieser Stadt wir es mit über 250 Religionen oder auch Weltanschauungsgemeinschaften zu tun haben. Wir haben hier Menschen, die ihre Wurzeln haben in mehr als 190 Ländern. Wir haben hier auch eine der größten schwul-lesbischen Communities in Europa. Und es gibt weitere Merkmale, wenn Sie so wollen, oder Dimensionen von Vielfalt, die man auch in Rechnung stellen muss. Ich nenne jetzt mal Alter beispielsweise, Behinderung, Geschlecht. Die blau hier hervorgehobenen Merkmale übrigens sind diejenigen, die auch im Antidiskriminierungsrecht besonderen Schutz genießen. Gesundheitszustand, die Frage, ob jemand arbeitslos ist oder Beschäftigung hat. Der Bildungsstatus oder auch der Familienstatus, Kinder oder keine, sind weitere wichtige Merkmale. Das ist alles keine abgeschlossene Liste. Aber wenn wir von Vielfalt sprechen, dann müssen wir auch die Breite dieser Dimensionen immer vor Augen haben. Die Berliner Landesantidiskriminierungsstelle folgt in der Tat auch einem horizontalen Ansatz. Das hat gerade Herr Germershausen schon erwähnt. Also es geht uns insbesondere in unserer Arbeit um diese 6 hier hervorgehobenen Merkmale. Diversity oder wie es in Deutsch heißt Vielfalt ist in der Tat sehr, sehr attraktiv für die Stadt. Und denke allein an den Tourismus, die vielen, die hierher kommen, eben weil sie diese Vielfalt der Stadt so sehr schätzen. Oder der Zuzug nach Berlin, sei es aus Deutschland, sei es aus dem Ausland. Auch hier wird sicherlich die Vielfalt eine große Rolle spielen. Die Kreativwirtschaft findet hier sehr, sehr gute Bedingungen. Das gehört alles ganz stark auf die Plusseite sozusagen von Vielfalt. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung im täglichen Leben. Dies erfordert, dass es auch gesetzliche Grundlagen gibt und Regeln im Umgang mit Vielfalt und vor allen Dingen auch in der Bekämpfung von Diskriminierung. Ich möchte Ihnen nun aus einer Untersuchung, die es gibt hier im europäischen Raum im Rahmen der EU, diese Zahlen vorstellen, wenn Sie Menschen fragen, kennen Sie denn tatsächlich Ihre Rechte im Diskriminierungsfall, dann sehen Sie hier im europäischen Vergleich, dass es da sehr, sehr große Diskrepanzen gibt. Der EU-Durchschnitt liegt bei 35% circa. In Deutschland antworten 29% auf diese Frage, kennen Sie Ihre Rechte im Diskriminierungsfall, mit Ja, aber umgekehrt dann eben ein ganz großer Anteil eben auch Nein. Währenddessen in Finnland 63% diese Frage bejahen. Nicht? In genau
dieser Diskrepanz sozusagen können Sie erkennen, dass in der Antidiskriminierungsarbeit ein ganz großer Schwerpunkt liegen muss auf Informationsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist der Hintergrund, vor dem wir auch eine Informationskampagne entwickelt haben, die da heißt, Diskriminierung hat viele Gesichter. Ich wollte sie auch deswegen heute Abend ganz besonders hier vorstellen, weil sie jetzt wieder zu sehen ist, im Untergrund sozusagen. Also wenn Sie U-Bahn fahren und Gelegenheit haben sollten, dieser Tage noch einmal U-Bahn zu fahren, es gibt dort ein sogenanntes Fahrgastfernsehen. Wir zeigen dort kurze Filme und haben damit die Zielsetzung verbunden, die Menschen für Diskriminierungssituationen zu sensibilisieren auf der einen Seite, ihnen aber auch Beratungswege aufzuzeigen oder sie über ihre Rechte zu informieren. Wir geben dabei den Betroffenen, wie Sie sehen, ein Gesicht und wir geben ihnen auch einen Namen. Es sind keine prominenten Persönlichkeiten, die hier abgebildet sind, sondern Menschen, die auch Freunde sein können, Nachbarn sein können, Kolleginnen sein können und es deswegen den Menschen noch mal besonders nahe bringen. Im Einzelnen, ich nehme jetzt nur noch mal drei Beispiele zu etwas näherer Betrachtung. Die Geschichte dieser jungen Frau, dieser jungen Miss Lima, die ein Kopftuch trägt, ist auch die Geschichte einer jungen Frau, die sich um einen Ausbildungsplatz beworben hat und große Schwierigkeiten hat aufgrund der Tatsache, dass sie Kopftuch trägt. Ist sie also, wenn man das zugespitzt formuliert, wie hier in der Fragestellung, zu religiös für den Ausbildungsplatz? Oder ein zweites Beispiel, Dennis J. Die Geschichte hier hinter ist, dass Dennis J., der junge Mann mit dem Down-Syndrom, der Zugang zu einem Lokal verweigert wurde, mit der Begründung, sein Anblick könnte womöglich die anderen Gäste stören. Ist er zugespitzt gefragt, zu behindert für den Restaurantbesuch? Und ein drittes Beispiel, wir haben sehr viel mehr. Dieses Männerpaar, abgebildet vor dem Reichstag, dem deutschen Parlament. Hierzu muss man wissen, dass sexuelle Identität nicht wie die anderen Merkmale geschützt ist durch die deutsche Verfassung, nicht aufgenommen in den Grundrechtsschutz, sodass man hier provozierend auch fragen kann, zu schwul für das Grundgesetz. Diese Kampagne, wie gesagt, läuft dieser Tage und sie läuft bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Und dadurch, dass wir dieses besondere Medium gewählt haben, U-Bahn, erreichen wir jeden Tag vom Grundsatz her über 1,2 Millionen Fahrgäste. Wir erreichen ein Publikum, was wir mit unseren sonstigen Instrumenten und Möglichkeiten sonst kaum erreichen können. Wir erreichen wahrscheinlich auch viele Menschen, die den Begriff der Diskriminierung noch nicht gehört haben. Und das ist ganz in unserem Sinne. Jetzt muss ich einen kleinen Sprung machen von dem breiten Publikum, was wir mit dieser Kampagne ansprechen können, zu einer Zielgruppe, die vielleicht auch von Interesse ist. Es geht hier um die Berliner Verwaltung und um die zweite Säule unserer Arbeit, die ich eingangs vorgestellt habe, die Förderung von Diversity-Ansätzen. Sie müssen wissen, dass die Berliner Verwaltung mit über 110.000 Beschäftigten größter Arbeitgeber ist in der Stadt und natürlich auch größter Anbieter von öffentlichen Dienstleistungen. In der Beschäftigtenstruktur finden Sie die berühmte Vielfalt dieser Stadt nicht ausreichend repräsentiert. Da gibt es viele Zahlen zu, aber um nur drei Stichworte zu nennen. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Berliner Verwaltung ist mit sehr guten 50 Jahren relativ hoch. Junge Menschen haben es da sehr schwer. Das eine Beispiel wurde auch schon aus Toronto in Bezug auch auf die Polizei genannt. Sie werden in vielen Führungspositionen, Abteilungsleitungen in der Berliner Verwaltung vergeblich nach Frauen suchen. Und es ist in der Tat auch so, dass Beschäftigte mit Migrationshintergrund
ich will nicht sagen, mit der Lupe gesucht werden können, aber der Anteil ist weit von dem entfernt, was eigentlich die Stadtgesellschaft angezeigt lassen würde. Es ist, glaube ich, gerade so, dass heute erstmals eine Senatorin für diese Stadt ernannt worden ist, die einen Migrationshintergrund hat. Heute 2011 erstmals. Da ist noch vieles zu tun. Und vor diesem Hintergrund haben wir ein Diversity-Projekt aufgesetzt, im Zusammenhang übrigens mit der Verwaltungsmodernisierungsreform. Jetzt ist nicht so viel Zeit, dass ich Ihnen dieses Projekt im Detail vorstellen kann, aber ich möchte Ihnen zumindest die wichtigsten Schlussfolgerungen vorstellen, die aus einer sehr umfassenden Bestandsaufnahme entstanden sind im Zusammenhang mit dem Projekt. Die Personalverantwortlichen insbesondere, die gefragt worden sind, haben in der Mehrheit anerkannt, dass es deutliche Defizite gibt, was Vielfalt in der Berliner Verwaltung angeht. Sehr viele von ihnen haben aber auch gleichzeitig hervorgehoben, dass die Bedingungen, hier kurzfristig zu signifikanten Änderungen zu kommen, sehr, sehr schwer sind. Das ist zum Beispiel die Landeshaushaltssituation. Das ist zum Beispiel die Situation, dass von den Personaleinstellungen so gut wie kaum ein Spielraum da ist. Das sind schwierige Rahmenbedingungen, aber nichtsdestoweniger wird, wie gesagt, grundsätzlich anerkannt, dass es da einen großen Handlungsbedarf gibt. Diversity Trainings zum Beispiel oder auch ein Diversity Check, ja, wird von vielen als sehr, sehr hilfreich im Grunde erachtet. Man bittet bloß dann eben darum, dass diese Instrumente, wenn sie zur Verfügung gestellt werden oder diese Fortbildungsmöglichkeiten sehr eng angelegt werden an die reale Arbeitssituation oder die realen Arbeitsschwerpunkte der Beschäftigten. Es hat sich herausgestellt, dass es sehr starke traditionelle, sage ich jetzt mal, klassische Chancengleichheitsstrategien gibt in der Berliner Verwaltung. Also da wären beispielsweise Gender Mainstreaming, Frauenförderung, teilhabeorientierte Strategien, was Menschen mit Behinderungen angeht. Die interkulturelle Öffnung ist ein weiterer Schwerpunkt, der hier genannt werden muss. Das sind sehr starke Strategien, die aber merkmalsbezogen sind, auf ein Merkmal primär bezogen sind. Und es erscheint sehr, sehr sinnvoll zu sein, diese in ein Netzwerk einzubinden und untereinander sozusagen den Austausch zu befördern und Synergieeffekte dann damit auch zu schaffen. Und es stellt sich heraus, auch angesichts des sehr unterschiedlichen Stands in der Berliner Verwaltung, was zielgruppensensible Fachkonzepte angeht, dass es sehr, sehr wichtig sein wird, gute Beispiele zu sammeln, zu kommunizieren und insgesamt auch einen Prozess des Lernens voneinander zu systematisieren und voranzubringen. Und das ist ja das auch, was wir gerade machen im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung heute. Und deswegen bin ich so sehr dankbar, dass ich auch daran teilhaben konnte. Dankeschön. So, vielen Dank, Frau Köhling, für den Einblick. Diversity, ein breiter Ansatz in Berlin. Bevor ich die nächste Referentin ankündige, möchte ich Sie auch noch mal daran erinnern, wir haben einen Evaluationsbogen auf den Stühlen gelegt. Wir würden uns sehr freuen über Ihren Feedback. Das geht ganz schnell und das hilft uns einfach, unsere Arbeit zu reflektieren und dann auch auf die Bedürfnisse unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Angebote anzupassen. Insofern bitte nehmen Sie sich einfach ganz kurz ein paar Minuten und dann geben Sie uns Feedback. Das ist für uns ganz wichtig. Die nächste Referentin ist Demet Tuncer. Sie ist von der Initiative Selbstständige Migrantinnen und Migranten. Oft wird auch die Selbstständigkeit für viele Migrantinnen und Migranten als eine Alternative gesehen, weil der Arbeitsmarkt nicht immer offen ist und
gezwungenermaßen dann auch in die Selbstständigkeit gehen und was es bedeutet, welche Barrieren dazu gehören und welche Erfolgswege dazu gehören, wird uns Frau Tunja kurz vorstellen. Ja, sorry. Good evening, Berlin. Guten Abend, Toronto. Ich bin Demet und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Berlin. Berlin Institute of Technology. Und 3 Jahre lang habe ich bei der Initiative Selbstständiger Immigrantinnen gearbeitet und ich habe diverse Rollen übernommen. Momentan arbeite ich nicht mit denen, aber mein Herz ist dort geblieben. Deswegen vertrete ich sie heute Abend hier und ich bedanke mich mehrmals für die Einladung. ISI hat eine evolutionäre Geschichte. ISI wurde vor ungefähr 20 Jahren von 3 tollen Frauen gegründet. Sarina, Zekie und Chida. Diese tolle Frauen hatten null Ahnung, keine Ahnung von der ökonomischen Selbstständigkeit. Und Sarina war wissenschaftliche Mitarbeiterin, genauso wie ich, an der Technischen Universität Berlin. Und sie ist amerikanisch-mexikanischer Herkunft. Und sie hatte schon Erfahrungen mit Migration davor in ihrem eigenen Land. Und Zekie und Chidam, die kamen mit ihren Eltern nach Deutschland. Ihre Eltern waren Gastarbeiter und zusammen stört mich überhaupt nicht. So kann ich auch reden. Wo bin ich stehen geblieben jetzt? Ach, Gastarbeiter. Die Eltern waren Gastarbeiter. Und gemeinsam haben sie in einem Forschungsprojekt gearbeitet. Und in diesem Forschungsprojekt haben sie versucht, eine Software zu entwickeln für die Sprachprobleme für die Kinder von Gastarbeitern, die aus unterschiedlichen Ländern kommen. Aus der Türkei, aus Portugal, aus Nordamerika, afrikanischen Ländern, damals aus Jugoslawien noch, glaube ich. Aber dieses Projekt hat nicht geklappt, weil sie nicht genug Sozialkapital hatten damals am Anfang. Sie haben nicht aufgehört, sie haben weitergemacht und das liebe ich an dieser Geschichte. Man soll niemals aufhören, denke ich. Und sie haben daran gearbeitet und bei einer UNESCO-Tagung wieder an der Technischen Universität Berlin haben sie ein Projekt aus England gehört, eine Idee, Selbstständigkeit von Immigrantinnen. Und weil diese 3 Frauen null Ahnung von der Selbstständigkeit hatten, hatten sie natürlich ihre Zweifel.
Aber die beiden türkischstämmigen Studentinnen sind zu Sarina gekommen, Zekiye und Chida, und sie haben darauf bestanden. Sie haben darauf bestanden, dass dieses Projekt bearbeitet wird, diese Idee bearbeitet wird. Und das Argument war, our mothers can do so much things, so many different, they have so many talents, haben sie gesagt. Und diese Kompetenzen, die implizit in der Community entwickelt wurden, mussten unbedingt daraus kommen. In den Markt. Das war das Argument. Dann haben sie einen Antrag vorbereitet, und damals, Sarina ist sehr, sehr dankbar, weil ISI wird gefördert durch Europäischen Sozialfonds und Berliner Senat, und damals waren Grünen in der Koalition. Und sie erwähnt das jedes Mal, sie ist so dankbar. Und jetzt, 20 Jahre ist her, und wir haben so viele Sachen gemacht. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich mitmachen durfte. Und der Anfang war gleich nach der Wende, und nach der Wende war die Arbeitslosigkeit wirklich, die Situation war wirklich schlecht. Deswegen konnten sie nicht mehr zweifeln. Sie hatten diesen Luxus nicht mehr, und sie haben einfach angefangen. ISI bietet 9-monatiges Training, und dann im Anschluss müssen die Teilnehmer ein Praktikum machen in einem Bereich, wo sie nachher sich selbstständig machen möchten. Und das war sehr interessant, weil, weil wir erst versucht haben, ihre Kompetenzen zu entwickeln. Das war ein richtiges Empowerment. Und dann hatten sie die Möglichkeit, in Praxis Erfahrung zu sammeln. Und seit 3 Jahren ungefähr bieten wir auch Coaching. Wir sind immer da, wann sie uns brauchen. Und das ist auch wichtig, sehr, sehr wichtig, glaube ich. Vor allem bei den Frauen, weil sie erstens Vorbilder brauchen und zweitens emotionale Unterstützung ernsthaft brauchen. Danach hatten wir die Möglichkeit, 2 weitere Projekte für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln. Für Akademiker, das Projekt hieß dann EFA, und für Asylbewerber und Asylbewerber, Flüchtlinge und Geduldete. Diese Gruppe hatte natürlich keine Arbeitsgenehmigung. Sie durften nicht arbeiten. Aber das war ein Vorbereitungskurs, falls diese Möglichkeit irgendwo und irgendwann entstehen würde. Das war auch ein Teil der Rückintegration. Und mittlerweile haben wir, die beiden waren natürlich sondern auf eine bestimmte Zeit begrenzte Projekte. Aber die Erfahrung ist geblieben, und daraus hat sich ein weiteres Projekt entwickelt, EFI2, ein 3-monatiges Intensivkurs für Frauen, für Immigrantinnen wieder. Und es ist nicht unser Anspruch, dass jede Teilnehmerin bei uns sich selbstständig macht nach dem Kurs. Aber es ist unser Anspruch, und das halte ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir ein höheres Empowerment anbieten. Sie verbessern ihre Deutschsprachkenntnisse bei uns. Sie haben Zugang zu dem Markt. Und Diversity, diese Vielfältigkeit in diesem Projekt, halte ich für sehr wichtig, weil die Frauen sagen am Ende jedes Jahres,
dass sie nicht nur von uns etwas gelernt haben, aber voneinander auch. Ich meine, in Berlin leben insgesamt 180 Kulturen zusammen und diese Plattformen sind äußerst wichtig. Es ist vielleicht unsere wichtigste Aufgabe, dass wir diese Kultur, dass wir diese Plattformen schaffen, diese Kulturen zusammenzubringen. Ich möchte noch kurz erläutern, ich möchte kurz noch die Rahmenbedingungen von Gründungen durch Immigrantinnen in Berlin erläutern. Migrantinnen gründen, weil sie eine bessere Zukunft für ihre Kinder vorbereiten möchten. Migranten gründen, weil Arbeitslosigkeit nicht lustig ist. Sie gründen, weil sie ihre Schulausbildung für ihr Familienunternehmen davor aufgegeben haben und dass sie dieses Habitus, dieses unternehmerischen Habitus schon erworben haben. Und es gibt auch soziale Aufsteigerinnen, die zwischen Gemeinde und zwischen der Gemeinde und Gesellschaft geblieben sind. Sie gründen für ihre nicht nur für ihre Kinder, sondern für ihre Familie insgesamt. Und ihre Familien haben ein besseres Leben durch diese Gründungen. Also sie gründen nicht für sich selbst. Das finde ich traurig. Und sie haben auch manchmal Probleme mit dem Coded Knowledge. Coded Knowledge in der Gesellschaft. Sie bringen ein implizites Wissen, implicit Knowledge von der Community. Aber dieses Knowledge ist nicht unbedingt anerkannt in der großen Gesellschaft. Und manchmal wissen sie es wirklich nicht, wie sie sich benehmen sollen in einem völlig neuen Kontext. Und sie schämen sich, sie fühlen sich wirklich klein. Empowerment ist äußerst wichtig, deswegen. Weil sie sehr, sehr wenige Ressourcen haben, weil die Community-Ressourcen meistens für männlichen Gründern zur Verfügung gestellt werden, haben sie äußerst viele Schwierigkeiten. Und Anfangskapital kriegen sie meistens von ihren Müttern. Gold, Schmuck wird verkauft, damit das Mädchen sich selbstständig machen kann. Von ihren Schwestern, aber von anderen Frauen in der Community, das muss man sagen. Die Community-Strukturen sind wirklich sehr, sehr männlich geprägt. Und wenn ich das sage, regen sich alle auf, aber ich sage es trotzdem. Und vom Sozialkapital können sie auch leider aus diesem Grund können sie vom Sozialkapital, das in der Community produziert und reproduziert wird, nicht so viel profitieren. Und Humankapital kriegen sie wieder von anderen Frauen. Und es gibt bestimmte Merkmale, die ich bei denen beobachten konnte. Zum Beispiel, sie bemüttern ihre Mitarbeiter. Sie haben eine völlig andere Art beim Personalmanagement. Und sie fühlen sich wie eine große, als ob sie eine große Familie wären. Sie nehmen keine großen Risiken. Sie gehen, sie sind sehr, sehr vorsichtig mit dem Geld vor allem, weil sie nicht so viel Geld haben am Anfang. Marktauswahl. Wenn sie in der Community bleiben möchten, dann machen sie das mit ihren Männern oder mit ihren Brüdern oder mit ihren Vätern.
das brauchen, das ist wichtig, damit sie akzeptiert werden. Aber ansonsten müssen sie, werden sie, fühlen sie, they feel the urge to move to the open market. Let me say it in English. Und soziale Verantwortung, sie nehmen gerne soziale Verantwortung für Menschen, die für auf, oder für Gruppen, die nicht so, die benachteiligt sind, zum Beispiel, würde ich sagen. Sie achten extra darauf. Und Familie hatte ich auch erwähnt. Bei der Anerkennung haben sie Probleme. Sie haben schlechtes Gewissen für ihre Kinder und sie haben Schwierigkeiten, die Arbeit zu delegieren, weil sie es gewöhnt haben, das alles alleine zu machen und selber zu erledigen. Und mit der Autorität haben sie ein Problem. Die Mitarbeiter sind meistens gewöhnt, einen Mann als Autoritätsfigur zu sehen. Und da haben sie Schwierigkeiten. Bei der Institutionalisierung haben sie Schwierigkeiten und sie sind sehr einsam, auch wenn sie erfolgreich sind nachher. Und sie haben Gesundheitsprobleme, viele von denen. Ich bedanke mich. Ich glaube, ich habe zu viel gesprochen. So, ich gehe mal einfach auf. Frau Dunja, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese auch Gender-Perspektive der Entrepreneurship und der Ökonomie. Ich möchte einfach dann weitermachen, weil wir etwas der Zeit knapp sind, aber da sind noch mal zwei wirklich sehr interessante Perspektiven aus der Arbeit der Polizei und auch von Medien. Bei der Polizei passiert auch viel, wenn wir von der interkulturellen Öffnung sprechen, von der Öffnung der Verwaltungen. Die Polizei selbst spricht zu wenig über ihre eigene Arbeit. Aber deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir Sie in diesem Dialog einbeziehen konnten. Zumindest wir als die Heinrich-Böll-Stiftung haben sehr viele Kontakte mit der Polizei und kennen auch ihre Arbeit, versuchen das auch sichtbar zu machen, weil einfach auch innovative Ansätze und Impulse von der Polizei auch übernommen werden können. In diesem Sinne freue ich mich sehr. Ute Novakovic, sie ist die stellvertretende Leiterin der Abteilung Integration und Migration, und Christian Horn arbeitet ebenfalls seit mehreren Jahren auf dem Feld Integration und Migration und ist auch stellvertretender Leiter. So, Frau Novakovic und Herr Horn. Ja, auch erstmal schönen Dank an die Böll-Stiftung, dass wir heute hier sein dürfen. Wir teilen uns die Aufgabe ein bisschen. Dafür haben wir keine PowerPoint-Präsentation dabei. Wir machen das alles so ein bisschen aus der Hand. Wir haben vor, ein bisschen die interkulturelle Arbeit der Berliner Polizei hier darzustellen aus zwei ähnlichen, aber doch unterschiedlichen Perspektiven. Einmal aus der meiner Dienststelle, den Arbeitsgebieten Integration und Migration. Ich werde sie, wenn ich sie noch ein paar Mal nenne, abgekürzt AGIM nennen. Dazu muss man wissen, dass die Berliner Polizei die Stadt in 6 örtliche Bereiche unterteilt. Sogenannte Direktionen, Polizeidirektionen. Eine davon ist die Polizeidirektion 5. Und für diese Polizeidirektion 5 bin ich zuständig mit 16 Mitarbeitern meiner Dienststelle AGIM Direktion 5. Wir haben vorhin schon Zahlen gehört. Ich möchte trotzdem für den Bereich meines oder unseres Zuständigkeitsbereiches diese nochmal kurz vor Augen führen. In der Direktion 5, dazu gehören Friedrichshain-Kreuzberg als Bezirk und der Bezirk Neukölln, leben insgesamt etwa 570.000 Einwohner. Davon haben 210.000 einen Migrationshintergrund. Macht in etwa eine Zahl von Pi mal Daumen 37%. Wir haben darüber hinaus allerdings einzelne Stadtteile, Quartiere innerhalb dieser Bezirke, wo wir einen Migrationshintergrund von 70% und mehr haben. Das liegt daran, dass wir auch ein Gefälle, ein Nord-Süd-Gefälle beispielsweise im Bezirk Neukölln haben.
für diese Menschen fühlen wir uns zuständig, all dieweil erkannt werden musste, zumindest aus polizeilicher Seite, dass viele dieser Menschen Deutschland, Berlin nicht tatsächlich als ihre wirkliche Heimat ansehen, obwohl sie hier geboren sind und wissen, dass sie hier bleiben werden. Sie befinden sich sozusagen auf einer Identitätssuche. Wer bin ich? In Berlin sind sie oftmals die Ausländer. Wenn sie dann in ihre vermeintliche Heimat oder die Heimat ihrer Mütter fahren, sind sie dort die Deutschen. Sicherlich erfahren sie hier oder erleben sie hier in Berlin auch vielfältige Diskriminierungserfahrungen und sicherlich auch eine vielleicht tatsächliche, aber zumindest doch empfundene Chancenlosigkeit bei vielen jungen Menschen, die sie in der Schule erfahren. Hoffnungslosigkeit ihrer Zukunftsperspektive und so weiter beziehend, müssen wir in irgendeiner Form ja auch Rechnung tragen. Auch wir als Berliner Polizei, die wir nun mal keine Politiker sind. Aber wir müssen halt mit dem klarkommen, mit dem Arbeitsfeld, was sich uns bietet. Ja, Herr Böhm nannte vorhin das Wort Willkommen. Willkommen im Rahmen oder im Bezug auch auf Integration und so weiter. Das Ansehen von mir persönlich und meiner Dienststelle, aber auch der Berliner Polizei, ist es, soweit wir es können, eine Willkommensstruktur zu schaffen, eine Willkommenskultur zu schaffen, die Polizei, die da auf verschiedenster Weise Rechnung trägt. Wir versuchen beispielsweise insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund für den Polizeiberuf zu gewinnen. Das machen wir auf vielfältigste Weise. Meine Dienststelle macht es zum Beispiel so, dass wir Migrantenvereine, Moscheen, Meinen und so weiter ansprechen und sie bitten, uns Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, wo wir aktiv für den Polizeiberuf werben, wo wir Menschen, jungen Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt erst einmal verdeutlichen, dass sie die Möglichkeit hätten, zur Berliner Polizei zu kommen. Wir gucken dann oftmals in Augen, die, na, wir können doch gar nicht, wir sind doch Ausländer. Die Frage, die von mir dann in der Regel kommt, na, woher bist du denn tatsächlich Ausländer? Was hast du für einen Pass? Weiß ich nicht, ich sag mal, ich meine mal. Und dreist, wenn sie denn tatsächlich noch Ausländer wären, ist das oftmals gar kein Hindernis, letzten Endes bei der Berliner Polizei in die Ausbildung zu gehen, wenn die Voraussetzungen bestehen, dass sie mit Abschluss der Ausbildung dann Deutsche werden können. Und das ist bei einem großen Teil dieser Menschen der Fall. Ihnen das erstmal klarzumachen. Ihnen klarzumachen, auch mal mit ihnen ins Gespräch zu kommen, einfach nur. Damit sie mal Polizisten so kennenlernen, nicht immer von einer negativ geprägten Seite. Klar, du wirst es wissen, wenn Polizei in Erscheinung tritt und mir geht es in meiner Freizeit genauso, dann ist sie immer negativ. Die hält mich nicht an, um mir einen Blumenstrauß in die Hand zu drücken oder mich für meine Fahrweise zu beglückwünschen, sondern ich habe dann irgendwas falsch gemacht. Ich habe also ein negatives Bild. Und wenn ich dann von Menschen spreche, von diesen 210.000 Menschen mit Migrationshintergrund in dem Arbeitsbereich, wo ich tätig bin, da ist ein großer Teil, kommt aus der Türkei und nicht unbedingt aus den Großstädten oder deren Herkunft ist in der Türkei, ist in Nordafrika, ist in arabischen Staaten und so weiter. Dort herrscht ein komplett anderes Polizeibild als das, was wir hier gerne, wie wir uns hier gerne selber definieren. Dort ist Willkür und Korruption an der Tagesordnung. Das heißt, auch da müssen wir erstmal ein Stückchen gerade rücken. Wie arbeitet Polizei in einem freiheitlich-demokratischen Staat wie der Bundesrepublik Deutschland? Ihnen mal einen Polizisten zum Anfassen zu geben und so weiter. Und Ihnen dann, wie gesagt, die Chance zu eröffnen oder Ihnen darzulegen, Ja, aber es ist schon so, wie ich es meine. Ihnen dann darzulegen, bei der Polizei anzufangen, das ist ein ganz aktives oder ein wichtiges Anliegen, was wir haben als Berliner Polizei und was wir mit meiner Dienststelle unter anderem neben vielen anderen Bemühungen da anstrengen. Zu diesem Thema, wo wir ja versuchen, auch der sogenannte Spiegel der Gesellschaft zu sein oder zu werden, kommen wir vielleicht noch, was die Zahlen betrifft, ein paar Sekunden später. Ich möchte Ihnen aber sagen, dass nicht nur dieses Werben um Polizeibeamte mit Migrationshintergrund am Vorder steht, sondern wir müssen natürlich sofort handeln letzten Endes. Und das nicht erst seit gestern. Meine Dienststelle gibt es seit 1970 schon im Prinzip mit ähnlichen Arbeitsaufgaben. Zu denen zählt unter anderem natürlich in den letzten 20 Jahren doch massiver oder mit höherem Arbeitsanteil gerade interkulturelles Handeln, was schon mal wichtig ist. Ich kann mich nur schlecht zu einem Menschen mit türkischem Hintergrund machen, als Beispiel. Was ich aber machen kann, ich kann versuchen, Erwartungshaltungen, eben diese Willkommenskultur zu schaffen, indem ich
Augenblick bestimmte Handlungsweisen an den Tag lege oder unterlasse, wenn ich einer türkischen Frau beispielsweise, einer Muslima, die ein Kopftuch trägt, die ich vorher noch nie gesehen habe, ihr die Hand entgegenstrecke, um ihr guten Tag zu sagen, ich nenne nur ein Beispiel, dann kann das bei ihr durchaus es für ein unwohles Gefühl sorgen, weil sie vielleicht aus religiösen Gründen oder aus welchen auch immer das nicht gewohnt ist, einem fremden Mann, nicht Moslem, die Hand zu geben. Wenn ich das weiß, dann ist mir doch schon mal geholfen im Umgang mit Menschen, beispielsweise mit der muslimischen Frau, die ein Kopftuch trägt. Das heißt, das ist nur eins von vielen möglichen Beispielen, wo man versuchen kann, ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen, ein Stück weit Erwartungshaltung zu erfüllen, eine gute Voraussetzung für ein vernünftiges Miteinander zu stellen. Das ist unser persönliches Anliegen. Die 16 Kollegen meiner Dienststelle, die haben alle ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz, insbesondere was eben Klientel, ich sage es jetzt mal, muslimisch betrifft. Also wir haben ein sehr großes Know-how, was den Islam betrifft, aber auch die unterschiedlichsten kulturellen Strömungen, türkisch, arabisch, nordafrikanisch, da wissen wir schon sehr gut Bescheid, damit umzugehen und mit den Menschen auch zu kommunizieren, ihnen zu zeigen, dass wir auf Augenhöhe sind, dann dass wir uns für sie interessieren, dass wir auch uns dafür interessieren, was in ihren Herkunftsländern passiert, Stichwort Nahostkonflikt oder jetzt, wie sich die Revolutionen durch fast alle nordafrikanischen Staaten ziehen und so weiter, dass man sich mit den Leuten auch darüber mal unterhalten kann, um ihnen zu zeigen, ihr seid willkommen, nicht nur das, was mich interessiert, also der Fußballverein Hertha BSC, sondern auch das, was in euren Herkunftsländern passiert, interessiert uns. Dieses interkulturelle Wissen, das versuchen wir mit meiner Dienststelle den Kollegen weiterzugeben. Das heißt, wir haben natürlich, die 16 Kollegen meiner Dienststelle, enorm hohe Möglichkeiten und Zeit ohne Ende, uns dieser Aufgabe zu widmen. Der, ich sag's mal, ein normaler Polizeibeamte, der draußen mit Streife fährt, der hat nicht diese Zeit, sich anderen Kulturen, anderen Religionen und womöglich der täglichen Presse so sehr zu widmen, wie wir das machen können, weil es auch Teil unserer Aufgabe ist. Wir versuchen also, einen Teil unserer interkulturellen Kompetenz auf die Kollegen, und zwar auf alle Kollegen, ein Stück weit zu übertragen, indem wir ihnen Unterrichtsmodule anbieten, indem wir mit ihnen Moscheeführungen beispielsweise auch organisieren. Und sowas wie diese Moscheeführung führt mich dann zu dem nächsten Punkt unseres interkulturellen Arbeitens, nämlich der Netzwerkarbeit. Dass Berliner Polizei erkannt hat, dass bestimmte Problemlagen einfach nicht mehr mit eigenen Mitteln zufriedenstellend geregelt werden können. Gerade wenn es hinsichtlich Crime Prevention oder Ähnliches geht. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, antisemitische Äußerungen. Ist im deutschen Recht erstmal eine Straftat, gar keine Frage, die muss auch verfolgt werden, da beißt die Maus keinen Faden ab. Nichtsdestotrotz muss ich versuchen, wenn ich so einen Vorfall antisemitischer Äußerungen habe, beispielsweise in der Schule, und eine ganze Klasse jubelt womöglich, bejubelt den Helden, der ihr gesagt hat, verzeihen Sie mir bitte, Israel hat kein Existenzrecht oder alle Juden müssen umgebracht werden. Solche Dinge passieren gelegentlich an Kreuzberger und Kölner Schulen. Dann ist es ein Unterschied, ob es ein Schüler, ein autochthoner deutscher Schüler sagt, dem ich beispielsweise, ich bin kein Pädagoge, aber mit Möglichkeiten kommen kann, die aus der deutschen Geschichte herrühren, die ich selber erlebt habe in meiner Sozialisierung. Ich weiß, was im Dritten Reich passiert ist. Wenn ich jemals sowas geäußert hätte, dann hätte meine Lehrerin, mein Lehrer womöglich kommen können, aber erinnere mich nicht mal an die deutsche Geschichte und so weiter und so fort. Und es ist teilweise so, dass wenn Migranten, insbesondere Muslime, solche Äußerungen machen, dann braucht denen natürlich nicht mehr deutscher Geschichte zu kommen. Was interessiert die deutsche Geschichte und der Dritte Reich und Adolf Hitler etc. pp. Und die KZs, die sagen, was willst du hier? Ich muss also mit anderen Argumenten kommen. Wenn also eine antisemitische Äußerung unter Umständen, und das ist teilweise der Fall, religiös begründet wird, übrigens falsch religiös begründet wird, weil der Islam dieses eigentlich gar nicht zulässt, dann ist oftmals der Lehrer oder die Lehrerin nicht der richtige Adressat, um dort irgendetwas zu bewerkstelligen, um dort anderes Denken hervorzubringen, weil auch da ein Stück weit die religiöse Kompetenz, selbst wenn sie vorhanden wäre, nicht anerkannt wird. Wir bekommen als Polizei auch von solchen Dingen natürlich Kenntnis, weil da liegt eine Straftat vor und so weiter, aber wir denken natürlich auch mit präventivem Ansatz, wie können wir denn jetzt dort für die Zukunft etwas daran ändern? Wir selber können es auch nicht. Ich weiß mit Sicherheit mehr als die meisten muslimischen Schüler in den Berliner Klassen über den Islam. Ich könnte den Koran suchen, zitieren etc. pp. Nur es würde nichts nutzen. Ich bin kein Moslem, ich bin Polizist, ich bin blond. Es würde mir nichts helfen. Und jetzt kommen wir zu dem vielleicht entscheidenden Punkt unserer Arbeit, das ist die Netzwerkarbeit. Alleine meine Dienststelle betreut etwa 100 Migrantenvereine.
Dazu zählen übrigens auch Moscheen, die fallen in Deutschland unter das Vereinsrecht, deren Dachverbände, Sportvereine etc. pp. An der Zahl 100, mal ein, zwei mehr, mal ein, zwei weniger. Darüber hinaus andere NGOs, wir arbeiten mit anderen Behörden zusammen, insbesondere auch Schulbehörde und so weiter und so fort, und haben uns ein riesig großes Netzwerk entwickelt, um beispielsweise Problemlagen, wie die eben genannte, in irgendeiner Form zu steuern oder zu bewältigen. Und dann haben wir in diesem Netzwerk halt Tatsache Einzelpersonen oder Angehörige einer Moschee, die wir dann bitten können, sich das Problem mal anzuhören, sich mit den Schulleitern etc. zusammenzusetzen, um dann tatsächlich aktiv an die Schulen heranzugehen. Die Schulen selber tun es nicht. Sie tun es vielleicht auch, oder nur selten. Sie tun es vielleicht auch deshalb nicht. Und auch das, denke ich mal, ist vielleicht eine ganz gute Sache, führt jetzt allerdings zu weit. Weil es bieten sich unheimlich viele Vereine auf diesem Markt an. Unheimlich viele Initiativen bieten sich an. Und nicht alle sind religionspolitisch über jeden Zweifel erhaben. Und von daher ist es vielleicht in Teilen recht sinnvoll, dass die Polizei ins Boot nehmen, ohne dass wir geheimdienstlich tätig sind. Wir sind ganz offen in unseren Kontakten und die führen wir auch anlassunabhängig. Aber letzten Endes möchte ich ja tatsächlich kompetente Menschen an die Schule heranführen in diesem Falle. Und wir kennen auch deren Kompetenzen, die tatsächlichen und nicht nur die vorgegebenen. Wir profitieren als Polizei auch direkt von diesen Kontakten zu den Netzwerkpartnern, beispielsweise am 1. Mai. Seit mehr als 20 Jahren im Rahmen des 1. Mai der Demonstration findet im Anschluss mit Einbruch der Dunkelheit finden hier zugegebenermaßen in den letzten Jahren weniger werdende Riots statt, Unruhen. Und vor etwa 5 Jahren wurde seitens der Polizei festgestellt, dass gerade im Bereich Kreuzberg vornehmlich oder zunehmend auch junge Menschen mit Migrationshintergrund mal zu einem Stein werfen, um ihn Richtung eines Polizisten oder ähnlichem zu werfen. Und da muss natürlich auch Prävention in irgendeiner Form betrieben werden. Ich kenne persönlich einen türkischen Restaurantbetreiber, der mir vor einigen Jahren ganz stolz erzählte, dass sein Sohn den Einstellungstest geschafft habe bei der Polizei. Und ich fand es ja, Mensch, ist ja toll, super und klasse. Der 1. Mai kam und ging und einen Monat später hingen Fahndungsplakate überall in den Rathäusern und auf den Polizeidienststellen. Und da war genau sein Sohn drauf auf diesem Fahndungsplakat, ob jemand ihn kennen würde, nur mit einem Foto. Für den war also die Polizeikarriere beendet, bevor sie richtig angefangen hat. Und das nicht aus einer politischen Überzeugung heraus oder weil er jetzt jemanden verletzen wollte, so unterstelle ich mal, sondern einfach nur, weil er in einem unbedachten Moment nach dem Stein gegriffen hat und irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Menschen mit Migrationshintergrund, junge Menschen vor sowas zu bewahren, die vielleicht keine deutschen Medien gucken, die vielleicht nicht unbedingt die Zeitung lesen, tut mein Sohn auch nicht und der hat keinen Migrationshintergrund. Auch dazu benutzen wir unsere Netzwerke, dass wir sagen, pass auf, den Vorbetern in den Moscheen thematisiert das doch mal beim Freitagsgebet. Die Kids werden nicht unbedingt da sein, aber vielleicht sind deren Väter da. Ihnen zu sagen, passt auf eure Kinder auf, sagt denen vielleicht am 1. Mai sollen sie nicht gerade in die Bereiche gehen, habe ich mit meinem Sohn auch gemacht, ich habe auch in Kreuzberg erlebt, aber am 1. Mai waren bestimmte Gegenden Kreuzberg für ihn tabu. Ihm einfach auch zu sensibilisieren, ihn klarzumachen, was das für ihre Zukunft bedeuten könnte, mal so eine unbedachte Handlung. Dazu nutzen wir also unter anderem die Vorbeter der Moscheen, dazu nutzen wir, das meine ich jetzt nicht negativ, türkische, arabische Medien. Wir haben Berliner Wochen- oder Monatsmagazine, sowohl in der arabischen als auch in der türkischen Community, die dazu genutzt werden. Türkische oder Radio Multikulti etc. wurde schon genutzt. Alles, was wir in irgendeiner Form möglich machen können, spannen wir damit ein. Und die Vertreter großer Verbände und großer Vereine, die im Kiez eine gewisse Prominenz haben, mit denen treffen wir uns auch immer am 1. Mai mittags, genau im Zentrum des abendlichen Geschehens, um dort repräsentativ ihnen zu danken für die Mitarbeit, auch ein Foto zu machen. Die letzten Jahre war auch der Innensenator von Berlin immer mit dabei. Das ist für die natürlich auch ein Stück weit etwas fürs Ego. Und andererseits wird dann tatsächlich hinterher was gemacht. Die gehen also dann wirklich, zumindest solange es noch ungefährlich ist, gehen sie auch durch die Straßen und sprechen die Jugendliche an, werden auch gesehen, weil sie halt teilweise eine gewisse Prominenz haben und versuchen dann dort ein Stück weit diese Riots zu verhindern, gerade bei den migrantischen Kids. Ich messe Präventionsarbeit nicht, aber die Zahl der Beteiligten an solchen Riots mit Migrationshintergrund ist, seit wir diese Aktion machen, und das ist jetzt wird nächstes Jahr am 4. Jahr sein, kontinuierlich zurückgegangen. Ob es daran liegt, vermag ich nicht zu sagen, aber vielleicht hat es ein Stück weit dazu beigetragen.
Ich könnte noch stundenlang erzählen, aber ich muss ja auch noch abgeben. Deswegen will ich Ihnen nur noch eins sagen. Es ist nicht nur ein Nehmen. Bis jetzt ist es alles ein Nehmen der deutschen Gesellschaft und der Polizei insbesondere. Nee, das ist ein Geben und Nehmen. Wir geben auch gerne zurück. Wenn wir von Netzwerken reden, dann sind wir auch für andere da und sind nicht nur die Profiteure. Zwei Beispiele will ich kurz geben. Kann es auf eins beschränken. Das eine sagte ich schon, dass wir Polizeiarbeit erklären und so weiter, Gewaltenteilung versuchen darzulegen, den Polizisten zum Anfassen zu geben. Und auf der anderen Seite auch ganz aktiv. Es gab einmal in Berlin, in Köln, gründete sich eine Moschee neu in einer Straße, wo, wir sagen auf Deutsch gut bürgerlich, ich hoffe, das lässt sich übersetzen ins Englische. Dort war man nicht gewohnt, Muslime großartig in seiner Umgebung zu haben und erst recht nicht eine Moschee. Und genau da mittendrein in diesem Bereich, in diesem Straßenzug, wurde nur eine Moschee nicht gebaut, sondern die haben ganz normal sich da eröffnet in einem Wohnhaus. Sagten uns dann die Betreiber dieser Moschee, die Verantwortlichen, wir haben hier Unruhe in der Nachbarschaft. Die machen sich Gedanken. Hier kommen plötzlich Männer mit langen Bärten, komische Autos fahren vor. Das kennen die alle nicht. Die haben Angst vor uns. Könnt ihr uns da irgendwie helfen? Und wir kannten die Moschee, wie gesagt, sie war ja neu, die kannten wir natürlich so noch nicht, obwohl wir sie schon ein paar Tage betreut hatten. Wir kannten aber insbesondere die Akteure innerhalb dieser Moschee schon über viele Jahre als vertrauensvolle Partner unserer Arbeit. Und dann haben wir ihnen gesagt, na klar, wir werden da versuchen, mal zu helfen. Also pass auf, das war halt so ein Smalltalk-Gespräch, wie wir es immer zu tun pflegen. Und da sagt man, entwerft ihr ein Flugblatt, das hängt ihr in die Häuser der Nachbarschaft, kopiert das oft genug, sodass ihr das in die Briefkästen der einzelnen Haushalte werfen könnt. Und da schreibt ihr halt drauf, was ihr vorhabt, wer ihr seid, wie ihr arbeitet. Ich habe ihnen dann auch erlaubt, drauf zu schreiben, wir sind Kooperationspartner der Polizei, der Berliner Polizei. Das mag dann auch die eine oder andere Angst lösen. Ja, das ist eine tolle Idee, aber wir können das nicht so richtig niederschreiben auf Deutsch. Das kriegen wir nicht hin. Da habe ich gesagt, komm, dann schreibe ich euch das noch auf den Zettel. Habt ihr auf den Zettel geschrieben, habe ich gesagt, und jetzt müsst ihr das nur noch abschreiben. Jetzt müsst ihr das nur noch abschreiben, auf dem Computer sauber ausdrucken und dann auf die noch kopieren und verteilen. Sie haben es gemacht und scheinbar erfolgreich, denn innerhalb relativ kurzer Zeit veräppte diese Unruhe um die Moschee und scheinbar wurden die Ängste mit solch kleinen Mitteln schon gelöst, wo wir dann auch mal mit ebenso kleinen Mitteln einfach mal helfen konnten. Der Ausfluss unserer Arbeit, die wie gesagt seit 1970 schon so ist und ganz intensiv ungefähr 1995 in eine präventive Richtung geht, der hat dazu geführt, dass die Berliner Polizei, und jetzt gebe ich ab an meine Kollegin Novakovic, vor kurzem etwas ganz Neues ins Leben gerufen hat. Und was das ist, das überlasse ich ihr und deswegen gebe ich mal ab. Guten Abend, mein Name ist Ute Novakovic. Ich bin seit dem 12. Oktober im Büro für Integration und Migration. Dieses Büro ist auch eine neue Institution in der Berliner Polizei. Das gibt es seit Mai diesen Jahres. Es wurde jetzt gerade eindrucksvoll geschildert, wie interkulturelles Arbeiten in der Direktion 5, also der Direktion, aus der mein Kollege kommt, aussieht. Die Berliner Polizei gliedert sich aber, wie schon gesagt wurde, in 6 örtliche Direktionen. Es leben insgesamt in Berlin Menschen aus 170 Nationen. Es werden 120 Sprachen gesprochen. Es war schon sehr zeitig bekannt, auch in anderen Direktionen und insgesamt auch so von anderen Kollegen, dass Handlungsbedarf besteht auf dem Gebiet der interkulturellen Arbeit. Derartiges persönliches Engagement, was jetzt eben auch Herr Horn erklärt hat, zeigt bereits messbare Erfolge. Wenn polizeiliches Handeln auch dazu führt, dass sich Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte verstanden und ernst genommen fühlen, steigt auch das Vertrauen in die Polizei, was also in jedem Fall unser Interesse ist, gesamtbehördlich. Wenn Kolleginnen und Kollegen über interkulturelle Kompetenz verfügen, wird also das polizeiliche Handeln optimiert und das ist immer unser Ziel. Die Analyse der vielen konkreten Beispiele, wie auch eben gehört, also auch konkrete Einsatzlagen nach Demonstrationen oder nach Ereignissen wie dem 1. Mai, hat unter anderem dann dazu geführt, dass das Thema interkulturelle Kompetenz einen sehr hohen Stellenwert hat und dass man das auch gesamtbehördlich und strategisch in strategischer Ausrichtung institutionalisiert wissen möchte. Nämlich in diesem Büro für Integration und Migration, das also direkt an der Behördenleitung angebunden ist. So wurde also in diesem Jahr dieses Büro, kurz BFI, ins Leben gerufen.
Vorausgegangen ist dem aber ein Projekt, ein bundesweites Projekt, an dem Berlin teilgenommen hat, und zwar seit 2005 das Projekt TIC, Transfer interkultureller Kompetenz. Es wurde also bei der Berliner Polizei die Projektgruppe TIC gegründet. Das Projekt läuft aber Ende des Jahres aus. Es war ein großer Erfolg, sodass dass man erkannt hat, dass die Inhalte und die Aufgaben dieses Projektes implementiert werden sollen, und zwar dauerhaft, unter anderem in diesem Büro, auch mit modifizierten Aufgaben. Zu den wesentlichen Aufgaben gehört die Mitentwicklung der gesamtbehördlichen Strategien mit diesem Themenbezug. Als Beispiel kann ich sagen, wir waren kürzlich beteiligt oder sind derzeit noch beteiligt an der Fragestellung, inwieweit die Standards, die Bearbeitungsstandards, die wir im Bereich der häuslichen Gewalt haben, modifiziert werden müssen, um Aspekte der eherbezogenen Gewalt. Das ist noch nicht abgeschlossen, in diesem Dialog befinden wir uns. Ich wollte nur mal ein Beispiel nennen. Wir sind eine große Behörde, 24.000 Mitarbeiter, 16.000 Vollzugsbeamte, verschiedene Dienststellen, verschiedene Zuständigkeiten, und der Schwerpunkt liegt auch bei der Koordinierung der Umsetzung der Strategien. Also da hat man dann praktisch eine zentrale Stelle, die überall da, wo interkulturelle Kompetenz gefragt ist und wo auch Fachwissen gefragt ist, Expertenwissen, über das wir natürlich in persona nicht verfügen, ganzheitlich, aber Ansprechpartner kennen, also auch Kontakte herstellen können. Das ist also manchmal arbeiten mehrere Leute an einer Sache, ohne es zu wissen, und wir würden praktisch gewährleisten, oder das möchte und soll unsere Aufgabe sein, dass wir gewährleisten, dass das koordiniert wird. Wir beraten in Sachfragen im Zusammenhang mit Integration, Migration. Wir haben die Aufgabe der Clearingstelle innerhalb der Berliner Polizei übernommen, und zwar auch intern. Wir sind Ansprechpartner in Konfliktfällen mit diesem Themenbezug der interkulturellen Kompetenz, in enger Zusammenarbeit mit der Konfliktkommission natürlich, die diese Aufgabe in erster Linie durchführt. Aber es werden durchaus auch Einzelfälle mal bekannt und analysiert und abstrahiert, die zu Fragestellungen führen, wie sich Beamte mit Migrationshintergrund in unserer Behörde denn eigentlich angekommen fühlen, wie sie integriert sind. Es ist Ihnen vielleicht bekannt, es gibt so diese gewisse Cop-Culture, wie Polizisten untereinander sprechen, und mitunter kann es sein, dass dabei Gefühle von Polizeibeamten verletzt werden, die Migrationshintergrund haben, die vielleicht mitlachen ohne und in ihnen sieht es anders aus. Also wir widmen uns auch schon jetzt dieser Frage, obwohl wir jetzt keine ernsthaften Hinweise darauf haben, dass es da Dinge gibt. Aber dafür stehen wir natürlich als Büro für Integration und Migration da, dass wir durchaus jetzt schon uns einen Kopf machen. Wir wollen, wie Herr Horn schon gesagt hatte, aktiv Polizeibeamte akquirieren für den Polizeiberuf. Natürlich aus rein taktisch-strategischen Gründen, weil es optimiertes polizeiliches Handeln gewährleistet durch die Sprachkompetenz, durch die kulturellen Hintergrund, durch das Hintergrundwissen. Aber wir müssen uns natürlich dann auch dieser, ich sag's mal, Community dann widmen, wie sie innerhalb der Behörde sich aufgehoben fühlen und ob man vielleicht darüber nachdenken muss, ob man da auch extra noch Dinge mal offensiv angehen muss. Bei dem ganz großen Musik nochmal dazwischen, weil ich es vorhin vergessen habe, ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht der allerwichtigste, Vorbilder schaffen. Wir sind bemüht, gerade damit, mit Programmen wie Migranten für den Polizeiberuf zu gewinnen, auch Vorbilder zu schaffen für andere. Wir haben natürlich schon Kollegen mit Migrationshintergrund auch auf den Dienststellen verteilt. Mit denen gehen wir auch ganz aktiv, ohne sie jetzt auszunutzen, sondern die machen das natürlich auch gerne. Mit denen, die nehmen wir mit, gerade in diese Veranstaltung zum Migrantenverein, um Vorbilder zu schaffen, zu sein. Du schaffst es übrigens auch, Vorbilder sind eine ganz wichtige Sache. Ich bin immer noch bei der Funktion der Clearingstelle. Extern wären wir Ansprechpartner in Streitfällen mit Themenbezug Integration, Migration unterhalb des Beschwerdemanagements, das natürlich in der Berliner Polizei auch installiert ist in Form der internen Revision. Wir würden dort eine beratende Funktion bei Beschwerdenfällen mit diesem Themenbezug wahrnehmen
und stellen also eine intensive Zusammenarbeit mit der internen Revision sicher. Die Leiterin des BFI ist gleichzeitig Integrationsbeauftragte der Polizeibehörde. Und dieses BFI stellt einen zentralen Ansprechpartner für die gesamte Polizeibehörde dar, für andere Behörden, für Organisationen und Dachverbände und auch für den Beauftragten des Senates für Integration und Migration. Das zu den Aufgaben. Die Installierung eines Büros für Integration und Migration in die Behörde macht deutlich, welchen Stellenwert das Thema interkulturelle Kompetenz in der polizeilichen Arbeit einnimmt. Es sollte jeder über interkulturelle Kompetenz verfügen, denn nur so kann man den gegenwärtigen Herausforderungen begegnen. Diese interkulturelle Kompetenz lässt sich nicht verordnen. Wenn man alle Mitarbeiter der Polizei erreichen will, muss man sich in einen Prozess begeben, der jeden Einzelnen dort abholt, wo er sich gerade befindet. Und das kann sehr unterschiedlich sein bei 24.000 Mitarbeitern in der Polizei. Die haben auch ihren eigenen Erfahrungshintergrund, ihre eigene Realität, sei es durch ihre Herkunft oder durch die täglichen Erfahrungen, die sie machen. Wir haben ja nun mal mit Straftätern viel zu tun und einen ganz anderen Ausschnitt, eine ganz spezielle Perspektive. Und das macht was mit einem. Und da müssen wir natürlich, das meine ich mit abholen dort, wo die Kollegen sind. Und das macht die Sache auch etwas spezifischer und etwas schwieriger. Das redet sich dann irgendwie nicht ganz so leicht über interkulturelle Kompetenz, wenn auch ernstzunehmende Erfahrungen laut gemacht werden, die was dagegen zu setzen zu haben und zu sagen, hier, das sind aber unsere Erfahrungen. Also da müssen wir uns in einen Dialog begeben, weil das Verordnen alleine wäre nicht nachhaltig genug. Die systematische Vorbild auch hier, insbesondere von Führungskräften, wird dann aber doch erwartet, das muss man ja schon mal sagen, dass sie sich vorbildlich verhalten und zwar auch in Bezug auf interkulturelle Kompetenz. Es muss einfach sein, dass eine moderne Führungskraft darüber verfügt und dass es auch kein Ding mehr ist, dass es eigentlich normal sein sollte. Die systematische Vor- und insbesondere die Nachbereitung von Einsätzen muss auch unter interkulturellem Aspekt geführt werden. Da kann man genau schauen, lagen da vielleicht Konflikte. Es wird nämlich zwangsläufig dadurch die Einsicht erwachsen, dass die Anwendung interkultureller Kompetenz hilft, Konflikte zu vermeiden oder sich taktisch klüger zu verhalten. Das macht dann die polizeiliche Arbeit erfolgreicher. Damit haben wir alle auch mehr Spaß bei der Arbeit. Die interkulturelle Öffnung bedeutet also Vielfalt als Bereicherung zu empfinden und nicht als Bedrohung. Die Berliner Polizei geht also diesen Weg sehr bewusst und schafft nicht nur durch die Gründung des Büros für Integration und Migration, sondern auch durch die Arbeit der ganzen vielen anderen Dienststellen, die sich diesem Themenfeld widmen, systematisch. Wir schaffen dadurch eine nötige Struktur. Und die wird dann auch gewährleistet. Zu dieser Struktur gehört dann also auch die aktive Akquise von Polizeibeamten mit Migrationshintergrund, das hast du aber schon genannt. Lebendig und damit auf den Straßen der Stadt spürbar wird dieser Prozess, den wir nun begonnen haben, oder den wir systematisch begonnen haben, denn das wurde ja schon immer gemacht, das ist ja sonst, alles andere wäre falsch zu sagen, aber jetzt ist es halt systematisch. Das wird deutlich durch das Agieren der Kollegen wie Christian Horn. Das sind also solche Leute, die am polizeilichen Auftrag orientiert sind, die über interkulturelles Wissen verfügen, authentisch sind und sehr überzeugend. Und damit wollte ich enden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Frau Novakovic, Herr Horn, vielen Dank für diesen Einblick und Einsicht in die Polizeiarbeit. Wir sind fast am Ziel. Last but not least möchte ich zu der medialen Situation Brigitta Gabrin bitten. Brigitta Gabrin ist eine langjährige, engagierte Journalistin, Freundin, Media Warrior oder Multicultural Warrior, die lange Jahre auch bei Radio Multikulti gearbeitet hat und auch an der Entstehung und an der Entwicklung von Radio Multikulti mitgearbeitet hat. Und ein Schem in Berlin, Radio Multikulti wurde eingestellt und Brigitta Gabrin hat nicht aufgegeben, sondern hat dann die Initiative ergriffen und Multikult FM
im Internet gegründet und stellt kurz vor. First, I want to apologize to our guests that my English is so bad. I grew up in Romania, and in my motherland, Romania, the focus was on French more than on English, so I will speak German. Dreisprachig bin ich aufgewachsen in Rumänien, und das war mit der Grund, weshalb ich nicht Diplompsychologin geworden bin. Also ich bin Diplompsychologin, aber habe dann umgeschult und bin Journalistin geworden, weil in Berlin gab es das Radio, was McConnell gerade erwähnt hat, Radio Multikulti. Und ich würde mal sagen, dass der öffentlich-rechtliche, die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland vielleicht nicht ganz so sehr auf Diversity setzen wie CBC zum Beispiel. Und an der Stelle war das etwas total Besonderes, und deshalb wurde ich auch Journalistin. Es gab dieses multikulturelle Radio, es war ein Pionierprojekt in Deutschland, das war das erste multikulturelle Radio Deutschlands und hat, wie auch McCrone schon sagte, viel damit zu tun, dass es heute Radio Multikult FM gibt. Ich gehe mal kurz auf die Entstehungsgeschichte ein. Radio Multikulti, wie gesagt, war ein Pionierprojekt, das war ein Vorzeigeprojekt. Niemand hat gedacht, dass dieses Projekt aus Spargründen eingestellt wurde, aber es passierte. 2008 hat der RBB Radio Multikulti geschlossen. Es gab große Proteste von der Hörerschaft, 31.000 Unterschriften wurden gesammelt, und das hat aber niemandem etwas geholfen. Und als wir irgendwann mal gemerkt haben, meine Kollegin und ich, oder ein Teil der Kollegen und ich, dass das nichts wird, dass uns das nicht weiterbringen wird, haben wir beschlossen, okay, wir machen aus dem Protest, wir geben ihm eine positive Wendung und gründen erstmal das Internetradio, Radio Multikult 2.0. Hier ein paar Bilder aus unseren ersten Tagen, das war ganz toll. Unser erstes Studio war ein Schiff auf der Spree, und das hat natürlich sehr gut gepasst. Das eine Radio ist tot und wir sind so eine Art Radiopiraten und machen dieses Radio auf der Spree. Aber dann war die Internetleitung leider zu schwach und wir hatten kein Geld, um einfach eine neue Leitung uns zu leisten in der Spree. Also fingen wir an, durch die Stadt zu tingeln. Wir hatten überhaupt kein Geld. Die Medien waren begeistert, die Politik war begeistert, dass wir das machen. Und was passierte dann? Man versprach uns eine 500.000 und daraus wurde leider nichts. An der Stelle, statt mit dieser 500.000 zu arbeiten, leben wir seither, das sind jetzt 3 Jahre, mit einem mageren Budget von 70.000 Euro, was aus Spenden entsteht. 70.000 Euro wissen Sie vielleicht selber, das ist nichts. Was aber passiert ist trotzdem in dieser Zeit, ist, wir haben von dem ersten Tag an ein 24-Stunden-Programm produziert, wie gesagt, sehr kompliziert, in vielen Studios in dieser Stadt. Wir senden in 10 Sprachen, diese 10 Sprachen, die sind Spanisch, Englisch, Türkisch, Chinesisch, Italienisch, Serbo, Kroatisch, Rumänisch, Deutsch, Flämisch und Polnisch. Und Reichweite und Ranking wachsen von Tag zu Tag. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir seit Mai 2010, also das ist jetzt fast 1,5 Jahre her, haben wir auch zumindest ein kleines Frequenzfenster. Das sind jeden Tag, also unter der Woche, sind das im Augenblick 4 Stunden und am Wochenende 5 Stunden, wo wir auf Frequenz senden. Aus den 25 Leuten, die wir am Anfang waren, sind 120 geworden, und diese Summe hält sich, also 120 Angestellte sind das. Aber wie Sie sich bei 70.000 Euro überlegen können, wir machen das alle ehrenamtlich. Also es gibt irgendwie 2, 3 Jobs, wo ich auch das Glück habe, einen davon zu haben, aber wir spenden das Geld fast 1:1 zurück, damit wir überhaupt unsere laufenden Kosten bezahlen können. Also es ist nicht sehr, es ist also irgendwie ein bisschen schwierig, das zu machen, aber es macht natürlich sehr viel Spaß und wir glauben natürlich immer noch daran. Ganz kurz, weil wir sind doch knapp in der Zeit, ganz, ganz kurz, was ist das Besondere? Wir haben angefangen mit diesem Radio als Internetradio. Für uns als Menschen, die eine Frequenz hatten, Kollegen, war das irgendwie so, oh, was ist denn das Internetradio? Wir haben gelernt, dass das Internetradio wirklich also Opportunities, also Möglichkeiten bietet, die das terrestrische Radio gar nicht hat. Das sind also die Web 2.0 Community Features. Das ist unter anderem eine interaktive Audiotechnik, mit der wir ein Jahr lang geprobt haben und die es ermöglicht, dass man zeitgleich 2 Streams hört. Also das heißt, wir lösen damit dieses Problem, was Radio Multikulti seinerzeit hatte, dass wenn man die Fremdsprache gehört hat, also man hatte zum Beispiel die Chinese oder die Englisch-Sendung und so weiter, dann haben die anderen waren ausgeschlossen.
Und das waren dann also mehrere Kulturen nebeneinander. Unser Ansatz ist ein anderer. Unser Ansatz ist eher der Ansatz der Postmigranten. Ich habe zum Beispiel im Augenblick haben wir eine spanische Sendung, die wird von 4 jungen türkischen Kolleginnen gemacht, die einfach eine spanische Sendung machen. Das ist das Berlin von heute. Dieses Berlin versuchen wir zu spiegeln in unserem Radioprogramm. Und wie gesagt, wir haben diese Software ein Jahr lang ausgeprobt. Jetzt fehlt uns gerade das Geld, sie auszutesten. Aber die ganzen Sendungen in Muttersprachen, die laufen im Moment zweisprachig. Wir haben versucht, mit Hilfe einiger Unique Selling Points, also Alleinstellungsmerkmale, es zu schaffen, etwas Besonderes zu sein, also wirklich auch Hörerschaft zu bekommen und natürlich auch Sponsoren letztendlich. Wir sind europaweit das einzige Radio in einem gläsernen Studio in einer Heineken-Markthalle. Wenn die Gäste aus Toronto morgen vielleicht Lust hätten, da mal vorbeizukommen. Also Kreuzberg ist sozusagen das interkulturelle Herzen Berlins. Und dort ist eine alte, traditionsreiche Markthalle. Radio Multikult FM knüpft an der Stelle an eine alte Tradition der Markthallen an, wo es ja früher nicht nur um den Austausch der Lebensmittel ging, sondern und der Waren ging, sondern natürlich um Nachrichten auch. Also da wurden auch Nachrichten ausgetauscht. Dafür haben wir vor das gläserne Studio eine Bubble Bar, also eine, ich weiß nicht, ob Sie das asiatische Kultgetränk, den Bubble Tea kennen, der hält gerade auch in Berlin ein bisschen Einzug. Und wir haben diese Bubble Bar da vor ein paar Tagen eröffnet. Das heißt, man kann da sitzen, einen Tee trinken und kann das machen, was wir eigentlich wollen. Wir wollen so einen partizipativen Ansatz verfolgen. Das heißt, dass wir den Content, und das passiert auch, wir sind seit einem Jahr da, es war zwar bis jetzt eine Baustelle, aber wir bekommen tatsächlich den Content aus der Hörerschaft. Also da kommen Leute vorbei, da kommen Künstler vorbei und sagen, hier ist meine CD, komm, ich möchte mitmachen. Und wir machen dann aus diesem Content, also wir professionalisieren ihn dann, also wir bringen ihn auf eine professionelle Qualität und senden ihn dann. Also das ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale. Ich überfliege das jetzt. Es ist völlig klar, was wir damit verfolgen. Also Self-Empowerment und mediale Interaktivität. Es ist völlig klar, wenn Menschen sich auf mediales Geschehen einlassen, wenn sie sich einbinden können, dann möchten sie auch die Gesellschaft verändern und dann partizipieren sie an dieser Gesellschaft. Ich habe es vorhin erklärt, wir nehmen den Content von Musikgruppen, von Kiezredaktionen, Lesebühnen. Er geht durch die Redaktionen der Multikult FM, wird qualitätsgesichert und dann senden wir ihn erstmal als Mainstream und geplant ist auch mit Hilfe dieser Software, dass wir mehrere Streams, also einzelne Streams senden. Ich glaube, 2014 wird es dann so sein, dass jeder sein Morgenmagazin dann hören kann, wann er will. Also der eine, der um 10 Uhr aufsteht, eben um 10 Uhr und der andere morgens um 7. Das ist sozusagen, mach dir dein eigenes Radio. Was wir, ein Plan, den wir auch verfolgen, der aber auch gerade schon angefangen hat und organisch wächst, das ist so eine Art, es klingt jetzt sehr großkotzig, wenn ich sage, eine Art Facebook, ein interkulturelles Facebook von Berlin, aber das passiert de facto. Also de facto, durch das Feedback, das wir auch haben von unseren Hörern, ist es so, dass da organisch etwas wächst und das wollen wir natürlich auch lenken, wenn wir auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Wir werden das als EU-Projekt, werden wir Gelder dafür beantragen. Es soll ein Community Social Network werden, das wirklich also nicht nur den Leuten verhilft, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, eine Serbo-Kroatin kennenlernen, wenn sie wollen, sondern eben auch sowas wie from B2B, Business to Business. Also wenn eine Baufirma einen skandinavischen Architekten sucht, sie wird sie ihn bei uns finden. Wir stellen sowieso zum Beispiel in unserer Kochsendung Lokale vor und dann werden die natürlich bewertet und kriegen so ein Ranking durch die Hörer automatisch. Die Vorstellung ist, wenn man nach Berlin kommt, vielleicht dann in 5 Jahren oder sowas, dann ist man in irgendeinem Stadtteil und dann möchte man italienisch essen und dann findet man auf unserer Seite den besten Italiener. Wenn man im Anschluss ein orientalisches Konzert oder Bauchtanz haben möchte, findet man es auch dort. Das ist die Idee. Es ist, wie gesagt, eine Zukunftsidee noch. Multikult FM perspektivisch. Also eben nicht nur diese konventionelle Radiomacher-Perspektive, sondern eben Anbieter von mehreren Streams gleichzeitig. Uns ist ganz, ganz wichtig, was ich vorher gesagt habe, zu begreifen, wir sind in einer postmigrantischen Zeit.
Wir möchten auch als kleiner Mikrokosmos, das war auch Radio Multikulti seinerzeit, möchten wir beispielhaft dastehen und die Möglichkeiten einer multikulturellen Gemeinschaft widerspiegeln, die von der Dynamik des gleichberechtigten Austausches und des intensiven Dialoges auf gleicher Augenhöhe lebt. Ganz wichtig ist uns auch, dass innerhalb unseres Radios Deutsch, die in unserer Mehrsprachigkeit die Lingua Franca ist, eines unserer Mottos ist, wir bauen keine Brücken, sondern, also wir bauen eben Brücken und nicht einen Turm zu Babel. Ja, also in diesem Sinne verbindet sich in unserer Philosophie dieser Anspruch auf hohe journalistische Qualität mit dem von Nähe und einer, also Aktualität natürlich, und einer Nähe zu Hörern, von denen andere Radiosender einfach nur träumen. Um auf den Titel meines kleinen, ganz, ganz kurzen Vortrages zurückzukommen. Professionelles Hörfunkmedium als multikulturelles Community-Radio, Utopie oder Möglichkeit oder Realität, würde ich sagen. Utopie nein, aber harte Arbeit ja. Vielen Dank. Thank you very much, Brigitta. Vielen Dank. Das Motto des heutigen Abends war: Tu was Gutes und rede darüber. Also wir waren noch nicht das, was wir auch angekündigt haben, Dialog. Das war der Anfang eines Dialoges. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass auch die Arbeit erstmal erzählt wird. Und dann muss die andere Seite zuhören. Mund halten, zu hören, das ist, glaube ich, der Anfang eines Dialoges, und das ist heute geschehen. Vor allem auch die guten Arbeiten, die in Toronto und in Berlin gemacht werden, zuerst mal auch sichtbar werden, auch erzählt werden, und das ist der Anfang eines Dialoges. Das ist unsere Vision, unser Wunsch. Wir essen zusammen, durch den Magen geht auch der Dialog, was auch ganz wichtig ist. Die Leute, die präsentiert haben, werden zusammen essen, die werden morgen sich gegenseitig besuchen, etc. Also das ist der Beginn eines Dialoges, aber man muss erst mal zuhören, und darüber freuen wir uns. Thank you, Toronto. Dankeschön, Berlin. Dafür erstmal für die Präsentation. Da wir schon mit der Zeit fortgeschritten sind, an dieser Stelle gebe ich das Wort kurz an Ratna, die kurz einfach abschließt, die sagt nein, nein, nein. Okay, dann in diesem Sinne ein guter Anfang des Dialogs.